Hier sind 145 verbotene Dinge in Minecraft. Als erstes bauen wir uns eine Armbrust, die absolut OP ist und mit der ihr übertrieben viel Damage macht. Und ja, diese Armbrust funktioniert auch im Survival Mode. Dafür machen wir uns als erstes mit Schwarzpulver, Federn und einem Farbstoff eurer Wahl einen Feuerwerkstern. Der führt zu einer Explosion in eurer Wunschfarbe. Davon macht ihr am besten eine ganze Menge. Wenn ihr das getan habt, baut ihr noch die Feuerwerksraketen. Aber startet sie zusätzlich noch mit den zuvor gemachten Feuerwerksternen aus. Und zwar in wirklich jedem einzelnen Slot. Im Grunde habt ihr jetzt eine ganz normale Rakete, die mit extrem viel explosiven Sprengstoff ausgestattet ist. Seid ihr bereit? Denn jetzt müssen wir uns nur noch unsere Beute suchen, das Feuerwerk auf die zweite Hand legen, die Armbrust laden und dann können wir auch schon schießen. Bäm, wenn das mal keine mega krasse OP-Armbrust in Minecraft ist. Aber was? Schaut mal, Leute, eine Kuh hat sogar überlebt. Sie muss die Auserwählte sein. Ups, oder doch nicht? Okay, das war gemein. Sorry, Kuh. Wenn du schon einmal auf einem Server gespielt hast, weißt du, dass es Spieler gibt, die auf dem Multiplayer-Server genauso spielen wie in ihrer Einzelspielerwelt. Was ich damit meine, ist, dass es Spieler gibt, die nicht darauf achten, was andere Spieler auf dem Server tun. Wenn du dein Haus mit Lava schützen willst, also Lava um dein Haus herum platzierst und sie den Berg hinunterfließt, solltest du darauf achten, wohin sie fließt. Wenn sich das Holzhaus deines Mitspielers dort unten befindet, wird es nämlich anfangen zu brennen und das wäre echt fies. Achte also auf die anderen Spieler auf deinem Server und tu nicht so, als wärst du der Einzige. Eigentlich machen wir es alle richtig, aber es gibt ja immer ein paar Leute, die nicht darauf achten. Deswegen dachte ich, nehme ich das hier mit auf. Bei unserem nächsten Trick lassen wir Wasser wortwörtlich in der Luft schweben. Entschuldigung, ich sagte das Wasser. Oh Mann, was passiert denn jetzt? Lasst alle schnell ein Abo da, damit ich wieder runterkomme. Wow! Oh Mann, ey, das hat geklappt. Danke, Leute. Aber jetzt wird's spannend. Wir brauchen für das schwebende Wasser Sticky Pistons, Schleimblöcke, Redstone-Blöcke und einen Eimer Wasser. Den ersten Piston setzen wir hier hin und daneben einen Redstone-Block. Der zweite Piston kommt hier hin und der dritte dort auf dem Block. Jetzt habt ihr so ein komisches Redstone-Sticky-Piston-Dingsbums. Der nächste Redstone-Block kommt hier hin und darauf und daneben jeweils ein weiterer Sticky-Piston. Dann kommen die ersten Schleimblöcke hier und hier hin, die nächsten hier auf die Kolben, in die Ecke auch nochmal zwei Stück und am Ende nochmal zwei hier hin. Oh Mann, ey, das sieht irgendwie nach einer echten Wagon Redstone-Maschine aus. Aber passt auf, denn wir sind schon fast fertig und gleich haben wir schwebendes Wasser geschaffen. Das Wasser kommt jetzt hier in die Mitte und dann könnt ihr nacheinander alles abbauen. Okay, wir fangen mal langsam an. Alles klar, das Wasser fließt schon mal nicht ab. Okay, wir machen einfach mal weiter. Und tatsächlich, am Ende bleibt wirklich nur noch dieser einzelne schwebende Wasserblock in der Luft übrig. Leute, wie krass ist das bitte? Mit diesem Trick könnt ihr eure Freunde auf jeden Fall überraschen. Um deine Basis zu verstecken, eignen sich Itemrahmen, denn mit ihnen können wir Mechanismen bauen, die von außen nicht sichtbar sind und nur in Gang gesetzt werden können, wenn wir die Redstone-Fackel in die richtige Neigung bringen. Dies wird möglich, wenn wir hinter dem Rahmen einen Redstone-Komparator platzieren, der wiederum über den Redstone-Staub und einer Redstone-Fackel mit einem Kolben verbunden ist. So ist es möglich, dass mit der Bewegung des Gegenstands im Rahmen ein Redstone-Signal gesendet werden kann, das den Kolben aktiviert oder deaktiviert und den Boden zu unserem verbotenen und geheimen Raum öffnet oder schließt. Ziemlich cool, oder? Der Legende nach treibt Herobrine bis heute sein Unwesen in Minecraft. Aber jetzt geht's erstmal um einen coolen Trick, den ihr in 6 Schritten an einem Webstuhl hinbekommt. Als erstes nehmt ihr ein weißes Banner und färbt es schwarz mit diesem Muster, wodurch das linke Drittel schwarz wird. In Schritt 2 nehmt ihr die schwarze Farbe und färbt das rechte Drittel des Banners ein. Anschließend färbt ihr das Banner am oberen Drittel schwarz und in Schritt 4 das untere Drittel. Dann solltet ihr quasi ein kleines weißes Viereck in der Mitte des Banners haben. Im 5. Schritt kommt dann noch ein schwarzer Kreis in die Mitte und bäm, ich glaube, man erkennt's schon. Im 6. und letzten Schritt kommt das schwarze Dreieck unten als Muster noch aufs Banner. Und fertig ist unser Herobrine Banner. Das sieht doch mega aus. Ich wette mit euch, damit könnt ihr euren Freunden nachts einen Streich spielen. Wir platzieren das mal hier im Dorf und pranken die Villager. Entschuldigung, jemand da? Oh, sie schlafen ja schon. Ich wollte nur sagen, dass Herobrine wieder aufgetaucht ist. Die meisten, oder besser gesagt, alle von uns können hier sehen, dass diese Türen falsch platziert wurden. Es kann leicht passieren, dass wir diesen Fehler machen und die beiden Doppeltüren an der falschen Stelle anbringen. Aber hast du dich schon mal dabei ertappt, dass du sie entweder ganz weggelassen hast oder sie einfach an der falschen Stelle platziert hast? Denn hey, keine Tür ist immer noch am einfachsten und solltest du sie aus Versehen falsch platzieren, funktioniert sie ja immer noch. Aber bitte tu das nicht. Nimm dir die Zeit und bau die Türen ab und setz sie an der richtigen Stelle wieder hin, sodass die Türen nebeneinander liegen und sich nach rechts und links öffnen. Und so etwas wie hier kann gar nicht erst passieren. Wenn man einen Eingangsbereich sieht, in dem diese Türen so platziert wurden,
wurden, sieht das einfach nur falsch aus. Also den Fehler nicht später beheben, sondern immer sofort, und die Türen werden auch von außen schön aussehen. Wenn wir genug Weizen oder Samen in einen Komposter tun, bekommen wir Knochenmehl daraus. Das geht allerdings auch mit Pilzlicht. Wenn ihr davon genug in den Komposter tut, bekommt ihr nämlich auch Knochenmehl. Damit ist das Pilzlicht der einzige Block, der in den Komposter passt. Das würde man jetzt nicht unbedingt denken, wenn man die beiden Blöcke so nebeneinander sieht. Wenn ihr also das nächste Mal im Nether seid, denkt dran, genug Pilzlichter einzusammeln. Mit dieser Methode bekommt ihr dadurch im Nu so viel Knochenmehl, wie ihr wollt. Mit einem Komposter und einer Falltür kannst du das kleinste Haus in Minecraft bauen. Einfach den Komposter auf den Boden stellen und eine Falltür darüber legen. Sobald wir die Falltür öffnen, in den Komposter gehen und sie wieder schließen, befinden wir uns in einer Basis, in der wir unverwundbar sind. Denn Zombies, Spinnen und Skelette können uns in diesem Versteck einfach nichts anhaben. Wenn wir eine bestimmte Seite in diesem Buch aufschlagen, bewegt sich plötzlich das Bücherregal, so dass sich ein Geheimgang öffnet. Wie genau das möglich ist? Das Lesepult ist mit einem Redstone-Mechanismus verbunden. Hinter dem Lesepult ist ein Redstone-Komparator, der mit Redstone-Verstärkern, einem Kolben und einer Redstone-Fackel verbunden ist. Oberhalb der Fackel geht das Redstone zurück zu den 6 Kolben. Sobald wir dann die 7. Seite des Buches aufschlagen, wird ein Redstone-Signal an die Kolben gesendet und sie bewegen sich. Kommen wir nun zu etwas, das auf Servern oft von Trollspielern gemacht wird, aber verboten ist. Build Battle ist ein Spielmodus, bei dem mehrere Spieler ein Thema zum Bauen bekommen, ein paar Minuten Zeit haben, um genau dieses Thema zu bauen und dann untereinander darüber abstimmen können, welcher der anderen Bauten ihnen am besten gefällt. Es gibt aber auch Spieler, die sich nicht an das vorgegebene Thema halten, sondern entweder etwas anderes oder Unangemessenes bauen, so wie hier, wo man schon erahnen kann, was es später werden wird. Auch wenn es Spaß macht, seine Mitspieler zu ärgern, kann man sogar aus dem Spiel ausgeschlossen werden, wenn sie einen dann bei den Moderatoren des Servers melden. Das ist eine Sache, die du niemals bauen darfst und die absolut verboten ist und auch den Spielspaß der anderen Spieler mega beeinträchtigen kann. Die nächste Basis befindet sich in diesem Berg. Wenn wir den oberen Block zerstören, wird ein Mechanismus ausgelöst, der den unteren Block bewegt, so dass wir hindurchgehen können. Sobald wir dann durch sind, wird der Eingang wieder mit Stein verschlossen. Um das nachzubauen, müssen wir einen solchen Mechanismus mit Kolben, Redstone, Redstone-Fackeln, Verstärkern, Lava und einem Wassereimer bauen, der einen neuen Steinblock erzeugt, sobald wir den oberen Block zu unserem Eingang zerstören. Tja, und so einfach ist es, einen Mechanismus zu bauen, mit dem wir unsere Geheimräume und Schätze vor unseren Mitspielern verstecken können. Ihr könnt euch mit ein paar Tricks eine echte Schaukel in Minecraft bauen und ich zeige euch wie. Dafür bauen wir uns 4 Blöcke mit einem Zaun hoch und machen das mit 3 Blöcken Abstand nochmal auf der anderen Seite. Dann verbindet ihr die Zäune oben so miteinander. Unten grabt ihr euch von der Mitte aus jeweils 2 Blöcke in jede Richtung, grabt mittig nochmal 3 Blöcke aus und setzt in die Mitte einen Redstone-Block. So sollte das Ganze dann aussehen. Anschließend setzt ihr 5 Antriebsschienen hier hin und nehmt euch einen Faden, den ihr hier hinsetzt. Man muss genau hinschauen, aber dann sieht man ihn auch. Jetzt könnt ihr eine Lore aufstellen und durch die Antriebsschienen wird diese hin und her fahren. Dann braucht ihr einen Schreiter. Den setzt ihr in die Lore, setzt ihm einen Sattel auf und schon könnt ihr euch auf ihn draufsetzen. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Mit weiteren Fäden hier und hier könnt ihr dann das Loch mit Teppichen füllen, indem ihr die auf die Fäden setzt. Ihr müsst nur aufs Timing achten, damit ihr nicht aus Versehen auf den Schreiter klickt. Super, jetzt fehlen uns noch die Seile links und rechts, die dann die Schaukel halten sollen. Hierfür grabt ihr euch erst auf der einen Seite einen Block zwischen Schienen und Zaun 3 Blöcke runter, platziert eine Stufe, nehmt ein Kaninchen, hallo Kaninchen, und leint das am entgegengesetzten oberen Zaunstück an und probiert es dann mit einer weiteren Stufe und einem Grasblock oben einzusperren. Auf der anderen Seite macht ihr genau das gleiche, leint das Kaninchen an und macht alles wieder zu, damit es auch ja nicht abhauen kann. Das sieht doch schon mega aus. Jetzt müssen wir den Schreiter nur noch verschwinden lassen. Dafür nutzen wir zum Beispiel den Wurftrank der Unsichtbarkeit und zack, schon ist der Schreiter verschwunden und die Illusion perfekt. Falls ihr die Bläschen weghaben wollt, können wir den Schreiter auch mit einer anderen Variante unsichtbar machen. Die funktioniert dann allerdings nicht im Survival Mode. Dafür braucht ihr einen Comment Block, den wir hier hinsetzen und diesen Befehl hier eingeben. Top. Jetzt ist der Schreiter ebenfalls verschwunden und ihr könnt euch ganz easy auf eure Schaukel setzen. Ich wette, eure Freunde werden staunen, wenn sie das sehen. Für die nächste versteckte Basis graben wir eine 2x2 breite und mindestens 4 Blöcke tiefe Grube. Dann stellen wir hier 2 Leitern hin und lassen Loren auf die Leiter fallen. Nun verschließen wir die Öffnung mit Falltüren, stellen Betten darauf und verstecken die Falltüren unter den Betten mit weiteren Falltüren an den Seiten. Um nun in den Hohlraum unter den Betten zu gelangen, öffnen wir diese beiden Falltüren und klicken auf die Lore. Und schon sind wir in unserer geheimen Basis, die garantiert niemand
niemand finden wird. Um wieder nach oben zu kommen, klicken wir einfach wieder auf die Lore, dann auf die andere und steigen wieder aus, um oberhalb des Bettes herauszukommen. Wie wir wissen, kann man verzauberte Bücher normalerweise nicht stacken, egal ob unterschiedliche oder welche mit der gleichen Verzauberung. Auch an einem Schleifstein hat man keine Chance, sie irgendwie zu stapeln. Jetzt ist sogar eins draus geworden. Doch es gibt eine Möglichkeit, mit der das Ganze doch geht. Wenn ihr jetzt nämlich ein verzaubertes Buch mit einem Fluch nehmt, könnt ihr das auch erstmal nicht stacken. Es sei denn, ihr nutzt wieder den Schleifstein. Dort könnt ihr nämlich tatsächlich zwei Bücher zusammenlegen. Und mit Shift landen die sogar in eurem Inventar. Wenn ihr das euren Freunden zeigt, wird jeder denken, ihr cheatet. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, Dinge zu bauen, aber was viele nicht wissen ist, dass wir Pflanzen, wie zum Beispiel Bäume, auch selbst bauen können. Es ist am Anfang zwar etwas zeitaufwendiger, die Stämme und das Laub zu sammeln, aber es ermöglicht uns, ganz besondere, individuelle Bäume zu erschaffen, die viel vielseitiger sind als die normalen, die wir kennen. Und ja, ich weiß, es ist viel einfacher, ressourceneffizienter und praktischer, einfach einen Setzling in den Boden zu pflanzen und zu warten oder ihn mit Knochenmehl wachsen zu lassen, aber seht euch doch mal diesen Baum an. Ist er nicht viel besser als die herkömmlichen Bäume? Im Vergleich dazu kann der natürlich gewachsene Baum überhaupt nicht mit unseren mithalten. Und das gilt auch für viele andere Dinge im Spiel. Es lohnt sich also, ein paar mehr Rohstoffe zu verwenden, um unsere Welt auf ein ganz anderes Level zu bringen. Wo bin ich denn hier gelandet? Na gut, wenn wir schon hier oben sind, zeige ich euch einen weiteren Trick. Dafür bauen wir uns zuerst so eine Fläche und platzieren hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Truhen. Perfekt. Wenn man euch jetzt sagen würde, ihr müsstet auf die andere Seite kommen, dürft aber nicht über die Truhen springen und auch nichts bauen. Was würdet ihr dann machen? Das geht besser. Wenn ihr beim Sneaken nämlich auf diesen kleinen Spalt schaut und euch dann nach vorne bewegt, ist es tatsächlich möglich, hier drauf zu laufen. Schaut mal, wie knapp das ist. Aber ich kann hier tatsächlich noch stehen und sogar rennen. Ob das von Minecraft so gewollt ist? Als nächstes bauen wir eine Tür, die mit einem Passwort geschützt ist. Und das alles im Überlebensmodus. Zuerst graben wir ein großes Loch und beginnen dann mit der Tür, die später als Eingang zu unserem Haus dienen wird. Dann bauen wir einen Rahmen aus Stein um die Tür und lassen hier einen Block frei. Jetzt stellen wir hier zwei Spender übereinander und setzen an jeden einen Trichter. Hier platzieren wir nun einen Komparator, Redstone-Staub, einen Verstärker, eine Redstone-Fackel hier, eine andere an der Seite und eine oben. Hier platzieren wir auch einen Verstärker, Redstone-Staub, zwei Komparatoren, die in verschiedene Richtungen zeigen und wieder zwei Redstone-Fackeln. Eine hierhin und eine dort. Jetzt müssen wir einen Gegenstand so umbenennen, dass nur wir wissen, was das Wort ist. Diese benannten Karten legen wir nun in den Trichter mit den Schneebällen und das war's auch schon. Wenn wir jetzt einen Gegenstand in den Trichter werfen, passiert nichts. Nur wenn wir den Gegenstand mit unserem Geheimwort hineinwerfen, dann geht die Tür auf. Und das ist ziemlich cool, oder? Man kann Räume auch hinter Gemälden verstecken. Während diese Methode jedem bekannt ist und für die Gegner oft kein Hindernis darstellt, gibt es eine Möglichkeit, die Räume hinter den Gemälden garantiert vor unseren Mitspielern zu verstecken. Werf dafür ein Item auf die Druckplatte, die mit Kolben verbunden ist. Dadurch werden die Kolben deaktiviert und der Boden zu unserem Schatzraum geöffnet. Sobald wir uns dem Gemälde nähern, um den Gegenstand wieder einzusammeln, schließt dieser Mechanismus den Boden wieder. Das Schwierigste an geheimen Häusern ist, die Eingänge zu verstecken. Wenn du also das nächste Mal überlegst, wie du das genau machen kannst, versuch es doch mal mit Ackerboden. Tatsache ist nämlich, dass Ackerboden ein niedrigerer Block ist als ein normaler Erdblock. Wir können also einen Knopf hinter unserem Acker verstecken und um den Knopf zu drücken, bewegen wir die Maus zwischen den Acker und dem darüberliegenden Erdblock. Das wird ein Signal an den Kolben senden, der die Blöcke bewegt und wir gelangen zu unserer geheimen Basis. Für das nächste Haus müssen wir einen solchen Hohlraum in den Boden graben. Jetzt setzen wir auf alle Blöcke rundherum Rahmen. Ja, wirklich alle. So, das wäre geschafft. Jetzt bauen wir eine große weiße Fläche, um ganz weiße Karten zu bekommen. Diese setzen wir nun in die Rahmen rundherum ein. Wie wir sehen können, entsteht ein komplett weißer Raum. Einerseits können wir ihn nutzen, um unsere Mitspieler zu ärgern. Andererseits eignet sich der Raum auch für unsere Basis. Denn wenn wir das Glas mit einem Block Platz über dem Boden und den Seiten platzieren, haben wir diese wirklich cool aussehende Plattform im Nichts. Die natürlich entstehenden Bauwerke können auch zu einem Haus umfunktioniert werden. Mit diesem Befehl können sie generiert werden und so können wir genau bestimmen, welches Bauwerk wo stehen soll. Zum Beispiel kann ein Schiffswrack platziert werden, das nun in unser Haus umgewandelt werden kann, ohne dass dafür viele Rohstoffe benötigt werden. Aber auch alle anderen Bauwerke können generiert werden, so auch zum Beispiel der Wüstentempel. Darin können wir tatsächlich wohnen, wir müssen uns also keine Gedanken machen, wie unser Haus aussehen soll. Mit den Karten, die wie echte Blöcke aussehen, kann man noch etwas anderes Nützliches bauen. Denn wenn wir sie auf
Glas- oder Zauntore legen und die Rahmen mit diesem Befehl unsichtbar machen, haben wir ein Versteck, das man von außen nicht sehen kann, aber von innen schon. So kann man sich schnell vor Feinden verstecken und sein Haus so bauen, dass es niemand von außen sehen kann. Wenn du deine Bauten baust, wirst du normalerweise im friedlichen Modus spielen. Wenn jedoch bestimmte Teile deiner Welt einen höheren Schwierigkeitsgrad erfordern, damit Mobs spawnen können, solltest du sicherstellen, dass du das Enderman-Griefing ausschaltest. Sie können unsere Häuser und Bauprojekte nämlich komplett zerstören. Wie wir alle wissen, können sie eine Reihe von Blöcken aufnehmen und ja, das werden sie auch tun, wenn sie sich in der Nähe unserer Gebäude befinden. Selbst wenn es nur ein Block ist, den sie aufnehmen können, ist es ärgerlich, ihn wieder zu ersetzen, nur um dann festzustellen, dass ein anderer Enderman in einem anderen Teil des Hauses ebenfalls einen Block aufgenommen und weggetragen hat. Wenn es ein wichtiger Block ist, ist das Ganze besonders ärgerlich. Sie können nämlich auch TNT aufheben und wenn sie es falsch platzieren, kann unsere Welt schnell komplett zerstört werden. Also, wenn du kannst, benutze diesen Befehl oder noch besser dieses Datenpaket, um zu verhindern, dass Enderman platzierte Blöcke aufheben und wegtragen. Seid gefangen und müsst auf die andere Seite des Lavabeckens kommen und dürft keine Blöcke abbauen. Was tut ihr? A. Ihr nutzt dafür euren Bogen und kommt so auf die andere Seite. B. Ihr sprintet durch die Lava und versucht so euer Glück. Oder C. Ihr schreit um Hilfe. Pausiert das Video und schreibt's jetzt in die Kommentare. Richtig ist Antwort A. Ihr nutzt euren Bogen, um auf die andere Seite des Beckens zu kommen. Dafür verzaubern wir unseren Bogen mit Schlag 2 und geben ihm zusätzlich die Unendlichkeitsverzauberung, damit wir beim Üben nur einen Pfeil brauchen. Wenn man nun mit dem Pfeil nach oben in die Luft schießt und dann in den nach unten kommenden Pfeil springt, wird man durch die Schlagverzauberung mehrere Blöcke gestoßen. Hast du dich schon mal dabei ertappt, dass du mit dem Bau deines Hauses begonnen hast, ohne dir wirklich Gedanken darüber gemacht zu haben, aus welchen Materialien dein Haus bestehen soll? Und stattdessen hast du einfach die Materialien verwendet, die dir gerade zur Verfügung stehen? Oh Mann, Leute. Das ist wirklich ein katastrophaler Fehler. Auf diese Weise hat man zwar sehr schnell ein Haus, aber sobald man merkt, dass einem die Blöcke, mit denen man es gebaut hat, nicht mehr gefallen, muss man sie wieder austauschen. Man fängt also wieder mit dem Sammeln von Rohstoffen an und ersetzt sie dann wieder alle. Mach dir also stattdessen lieber direkt einen detaillierten Plan, wie dein Haus aussehen soll, bau genug Rohstoffe dafür ab und leg sie in eine Truhe. Und ja, fang erst dann an, das Haus zu bauen. Denn hey, es ist immerhin der Ort, an dem du für eine lange Zeit wohnen wirst. Warum also nicht ein bisschen mehr Aufwand betreiben und dein Traumhaus genau so bauen, wie du es haben möchtest. Schalkerboxen sind auch für unsere Basis geeignet, weil wir tatsächlich durch sie hindurchrutschen können. Aber nur dann, wenn sich ein Block über uns befindet. So können wir den Eingang mit der Schalkerbox einfach tarnen und haben das perfekte Versteck für unsere wertvollen Items. Sie sind aber auch noch für andere Basen geeignet. Baut euch dafür ganz nach oben und dort dann eine Plattform aus Schalkerboxen. Sobald wir uns zu weit von ihnen entfernen, verschwinden sie. Und auch Truhen und Betten sind aus der Ferne nicht sichtbar. So haben wir also die perfekte unsichtbare Basis im Himmel. Warum wurden die Ghasts erschaffen? Warum gibt es die Nether Farlands und warum gibt es dort kein Licht? Das ist der Mythos Black Ghasts. Wir erstellen eine Welt im Überlebensmodus und deaktivieren die Cheats. Außerdem verwenden wir diesen Seed. Ich werde gleich erklären, warum wir genau diesen nehmen. Es ist so, dass die Ghasts erstmals in der Beta 0.12.1 ins Spiel kamen. Das letzte Mal wurde der Black Ghast in Version 1.12.2 gesichtet. Und wie ihr an diesen, ja, alten Texturen sehen könnt, ist das die Version, die wir gerade verwenden. Den Seed, den wir vor der Erstellung der Welt eingegeben haben, ist sehr wichtig. Denn das ist der einzige Seed in dieser Version, in der diese Schmiede direkt am Spawn natürlich generiert wird. Diese Schmiede unterscheidet sich von den anderen dadurch, dass sie eine Truhe mit genügend Obsidian und Eisen enthält, um sofort in den Nether zu gelangen. Aber was ist die Geschichte hinter dem Black Ghast? Der Black Ghast war der erste Beta-Bug-Test für den Ghast, den wir heute im Spiel haben. Es wird jedoch vermutet, dass ein Mojang-Mitarbeiter die Lichtstufe der Ghasts versehentlich auf -1 gesetzt hat. Aufgrund dieser Änderung fing der Ghast an, Lichtquellen im Nether zu absorbieren, bis es so dunkel wurde, dass unser Bildschirm stockdunkel war und Minecraft unspielbar wurde. Also werden wir jetzt in den Nether gehen und herausfinden, ob es ihn wirklich gibt. In der Truhe des Schmieds war genug Eisen, um einen Eimer herzustellen, mit dem wir dann ein Portal am Lavasee bauen können. Ihr seht schon, wie OP dieser Seed ist. Es ist zwar auch in anderen Welten möglich, aber dieser Seed ist der schnellste Weg, um es im Überlebensmodus zu schaffen. Also müssen wir jetzt nur noch das Wasser nehmen und das Portal im Lavasee bauen. Die Sache ist die, dass Mojang damals versucht hat, das Problem mit dem Black Ghast zu beheben. Sie haben sogar einen neuen Block, den Leuchtstein, in den Nether gebracht, um mehr Licht in diese Dimension zu bringen. Aber nichts hat wirklich funktioniert. Einige Ghasts haben aber weiterhin die Lichtquellen im Nether, naja, gefressen, während andere das nicht taten. Der Mitarbeiter, der diesen Fehler versehentlich
eigentlich ins Spiel gebracht hatte, wurde entlassen und das Problem besteht seit Jahren fort. Okay, jetzt schütten wir den Lava-Eimer an die Seite und schon haben wir das Portal. Und wir gehen durch. Wow, seht euch diese alten Texturen an. Der Nether sah ja früher noch viel gruseliger aus als heute. Ah, nein, wir werden angegriffen, was? Ist das schon der Black Ghast? Nee, zum Glück, er ist es nicht. Oh, es ist ein ganz normaler. Natürlich ist er normal, was habe ich mir nur gedacht? Selbst wenn er wirklich existieren würde, wäre er nicht hier. Es ist nämlich so, dass Mojang den Black Ghast in den Nether Farlands gefangen hält. Die sind 25 Millionen Blöcke vom Spawn entfernt. Wenn wir ihn also sehen wollen, müssen wir uns auf den Weg machen und 25 Millionen Blöcke laufen. Hoffentlich finden wir unterwegs eine Nether-Festung oder so etwas ähnliches, damit wir genug Materialien für unsere Abenteuerreise haben. Denn das, was wir in unserem Inventar haben, reicht niemals aus, um im Nether zu überleben. Okay, aber 25 Millionen Blöcke, das ist wirklich ein weiter Weg. Sehr weit sogar. Vielleicht sollten wir in den Kreativmodus wechseln und uns dorthin teleportieren. Ich weiß, dass wir hier vielleicht ein bisschen schummeln, aber es dauert Tage, so weit zu laufen. Also Leute, teleportieren wir uns 25 Millionen Blöcke weit in den Nether, wo sie sich befinden sollen. Und wow, seht mal, das sind die Nether Farlands. Sie sehen so ähnlich aus wie die, die wir früher in der Oberwelt anstelle der Weltgrenze hatten. Wir müssen da rein. Ist das überhaupt möglich? Also in die normalen Farlands können wir nicht einfach reingehen, ohne dass das Spiel anfängt zu laggen. Aber hey, hier im Nether geht das anscheinend schon. Oh mein Gott, Leute, wir sind in den Farlands. Und der Black Ghast soll hier irgendwo leben. Oder er ist halt hier gefangen. Okay, wir müssen ihn finden. Und wow, die Welt hier ist einfach total kaputt. Das hier ist doch normalerweise unspielbar. Aber irgendwo muss er sein. Also der Black Ghast. Okay, wir laufen und laufen, aber irgendwie geht es immer weiter. Wie tief reichen denn bitte die Nether Farlands? Ich kann hier nichts Seltsames oder Unnatürliches entdecken. Doch, oh, wow, da! Die Ghasts, wo kommen die denn her? Oh Mann, schnell zurück, sie dürfen uns nicht umbringen. Wie kann es sein, dass mehrere Ghasts auf einmal aus dem Nichts auftauchen? Das Spiel laggt hier ein wenig, vielleicht ist es ein Glitch, aber hä, trotzdem. Okay, ich glaube, ich weiß, was gerade passiert ist. Es wird berichtet, dass zuerst mehrere normale Ghasts spawnen, sodass man den Black Ghast nicht sofort unter ihnen erkennen kann. Aber ich konnte ihn trotzdem nicht sehen. Ist er überhaupt da und existiert er überhaupt? Okay Leute, weiter. Es ist zu gefährlich. Die Ghasts sind noch am Leben, aber was sollen wir tun? Zurücklaufen? Bauen wir einfach einen anderen Gang daneben? Wenn ich mich nicht irre, ist der gar nicht so weit weg. Okay, Leute, wir haben uns gerettet. Weiter geht's. Aber es wird schwierig sein, den Weg zurückzufinden. Lass uns auf jeden Fall Fackeln auf den Boden legen, damit wir den Weg zurückfinden können. Die plötzlich aufgetauchten Ghasts sind angeblich ein Zeichen dafür, dass der Black Ghast zur gleichen Zeit erschaffen wird. Aber irgendwie konnten wir ihn nicht sehen. Also, wo ist er? Oh. Wartet, die Fackeln, warum brennen sie nicht mehr? Es heißt, dass der Black Ghast irgendwie alle Lichtquellen absorbiert. Wenn das der Fall ist, sollte der Leuchtstein hier doch auch nicht mehr leuchten, oder? Nein, er leuchtet noch. Wieso ist dann aber das Licht der Fackeln nach kurzer Zeit ausgegangen? War das die Bestie? Ich denke, wir sollten aufhören, Fackeln auf den Boden zu stellen, denn jedes Mal, wenn wir das tun, füttern wir den Ghast und machen ihn stärker, oder? Funktioniert das nicht so? Kein Licht, kein Licht. Die Fackel leuchtet überhaupt nicht mehr. Wie unheimlich. Okay, wir gehen weiter. Vielleicht finden wir etwas, das darauf hindeutet, dass es ihn wirklich gibt. Also irgendeinem Grund ist er gerade ja nicht gespawnt. Wow, schaut mal, da drüben eine Nether-Festung. Die sollte es ja eigentlich nicht geben. Und es gibt hier auch Lohn. Die sollten auch eigentlich nicht hier sein. Zumindest sagen die Spielerberichte, dass die Farlands so dunkel sind, dass selbst Mobs dort nicht spawnen wollen, obwohl sie ja normalerweise im Dunkeln spawnen. Und außerdem gibt es hier auch Zombie-Piglins. Die sollten ja auch nicht sein. Wobei hier auch Lava und Feuer sind, die ja die Farlands auch beleuchten. Oh mein Gott, Leute, hier ist ein weiterer Ghast. Nein, mehr als einer. Schnell, wir müssen sie töten, bevor wir sterben. Los, kommt. Leute, wir können es schaffen. Schaut her, noch mehr. Der Black Ghast muss sich irgendwo zwischen ihnen verstecken. Kommt, wir können sie leicht töten, wenn wir sie mit Feuerbällen treffen oder mit dem Bogen besiegen. Aber warum sind es denn wieder so viele von ihnen? Okay, nochmal schießen und... Oh, wir haben es geschafft, wir haben sie alle getötet. Das war ganz schön knapp. Mann, Leute, aber mal im Ernst, es gibt wirklich nichts Ungewöhnliches hier in den Farlands im Nether. Und schon gar keinen Black Ghast. Sind all diese Berichte also nicht wahr? War das alles nur ein Scherz von einigen Spielern? Oder ist an den Theorien vielleicht doch etwas dran? Mal ganz ehrlich, Leute, ich glaube wirklich nicht, dass dieser Mythos wahr ist. Oh, was? Was ist denn hier los? Mein Bildschirm. Er wird komplett dunkel. Warum wird mein Bildschirm dunkel? Was ist denn los? Oh, schaut da oben, der Black Ghast. Es gibt ihn wirklich. Oh Mann, das hätte ich nicht gedacht. Wir haben doch gerade alle getötet und ihn nicht sehen können. Aber jetzt ist er da.
Können wir ihn töten? Aber warum macht er immer wieder diese unheimlichen Geräusche? Und warum wird mein Bildschirm immer schwarz? Wo ist er denn hin? Oh Leute, er ist verschwunden. Das ist doch nicht wahr. Zumindest kann ich ihn nicht mehr sehen. Könnt ihr ihn hören? Oh Mann, diese unheimlichen Geräusche. Mein Bildschirm wird auch immer dunkler. Ich kann ihn hören, aber wo ist er? Was ist denn hier los? Das wird mir langsam alles zu viel. Was ist, wenn er zurückkommt, um uns zu töten? Wir müssen von hier verschwinden. Aber schnell. So schnell es geht. Schnell, 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 schnell. Beeilung. Ich kann ihn nicht sehen, Leute. Wo ist er denn? Diese Geräusche sind so laut. Er muss ganz in der Nähe sein. Oh nein. Direkt vor uns. Wo kommt er denn her? Schnell wieder zurück. Hilfe. Wo gehen wir denn hin? Da ist der Black Gast. Wir wissen nicht einmal, was er kann. Abgesehen von den Geräuschen und seinem gruseligen Aussehen. Was kann er denn noch? Seine Feuerbälle. Er ist mega aggressiv. Oh nein, wir müssen die Feuerbälle nur treffen, um sie in seine Richtung zurückzulenken, oder? Dann können wir ihn töten. Das ist doch bestimmt wie bei den normalen Gasts, oder? Oh, ja, geschafft, Leute. Oh Mann, das war einfach, oder? Oh nein, er kann sich von selbst wiederbeleben. Ist er unbesiegbar? Oh Mann, es scheint so. Wenn wir ihn töten, wird er wiederbelebt. Okay, das wird mir alles zu viel. Wir müssen hier schnell raus. Aber diese Gänge. Wie weit sind wir eigentlich in den Farlands? Wir müssen in das normale Nether-Gebiet zurück. Aber die Bestie folgt uns. Schnell, weiter, Beeilung. Wir müssen hier raus. Okay, wir töten ihn nochmal. Oh. Er ist weg, oder? Nein. Oh, Mann, dort ist er wieder. Er kann sich einfach immer und immer wieder beleben. Haben wir noch Obsidian? Dann lasst uns schnell ein Portal bauen, bevor er uns einholt. Jetzt schnell das Obsidian platzieren. Wir müssen hier raus und zurück in die Oberwelt. Okay, anzünden und geschafft. Einfach durchgehen. Hoffentlich schaffen wir es rechtzeitig. Schneller. Oh, wir haben es geschafft. Wir sind durch das Portal, Leute. Das war so knapp. Wir wären fast gestorben. Jetzt muss ich mich ein bisschen beruhigen. Wie er auch immer wieder aufgetaucht ist. Er ist unbesiegbar, oder? Ein Glück, dass wir entkommen sind. Oh, nein. Warum wird hier alles dunkel? Wir kommen in den Farlands in der Oberwelt raus. Oh mein Gott, wir sind in den Farlands gefangen. 30 Millionen Blöcke vom Spawn entfernt. Und der Black Gast, er kann in die Oberwelt gehen? Leute, helft mir. Was soll ich denn tun? Ich muss wegrennen. Angreifen bringt ja nichts. Ah! Du fängst gerade erst in deiner Welt an und willst sofort ein Haus bauen? Dann verwendest du wahrscheinlich nur wenige Materialien oder baust dein Haus sogar nur aus einem einzigen Material. Zum Beispiel aus Erde oder Holzbrettern. Aber auch wenn du nur ein paar Materialien hast, empfehle ich dir, etwas mehr Zeit zu nehmen und dein Haus ein wenig zu verschönern. Du brauchst gar nicht viel zu tun, du musst nur die Eckblöcke durch Holzstämme ersetzen und ein paar Fenster in die Hauswand einbauen und dich dann an die Arbeit machen, ein Dach zu bauen. Zu guter Letzt kannst du den Boden in deinem Haus mit Holz auslegen und schon hast du ein Haus, das wie eins aussieht. Wir alle wissen das bereits, aber machen immer wieder den Fehler, ein sehr, sehr minimalistisch aussehendes Haus zu bauen, wenn wir gerade erst anfangen, in der Welt zu spielen. Also bitte Leute, baut nicht solche Häuser, das geht gar nicht klar. Zerstört die Blöcke im Boden, sodass ein Hohlraum entsteht. Setzt zwei Leitern genau so, lasst die Loren auf die Leitern fallen und platziert Falltüren über ihnen. Jetzt verstecken wir die Falltüren mit einem Bett und platzieren weitere Falltüren um das Bett herum. Sobald wir die Falltüren unter dem Bett öffnen, können wir uns in die Lore setzen und in den Raum drunter gelangen. Auf die gleiche Weise können wir natürlich auch wieder nach oben gelangen. Sobald wir oben sind, müssen wir nur noch die Falltüren schließen und niemand wird wissen, wo der Raum mit unseren Schätzen ist. Eine weitere Möglichkeit, deine Basis vor Angreifern zu schützen, ist ein elektrischer Zaun. Um so etwas im Spiel zu bekommen, legen wir die Ketten so zusammen, dass wir nicht durch sie hindurchgehen können und legen Magmablöcke unter die Ketten und dann Moos über sie. Wenn wir jetzt gegen die Ketten gehen, bekommen wir Schaden von den Magmablöcken. Es scheint, als ob der Zaun unter Strom steht. Übrigens ist es nicht möglich, den Kettenzaun abzubauen, wenn wir auf den Magmablöcken stehen und Schaden bekommen. Mit Haken, Fäden, Werfern und Direktschadenstränken können wir ihn noch viel tödlicher machen. Out! Diese doofen Creeper gehen euch auch auf die Nerven. Zeit ist, ihnen heimzuzahlen. Dafür platziert ihr zwei Stufen so, baut dann zwei Blöcke hier hin, damit ihr die nächste Stufe so herum aufstellen könnt. Das macht ihr auch auf der anderen Seite. Perfekt. Jetzt graben wir hier ein Loch, setzen dort ein Mauerstück ein und verdecken es mit einem Teppichstück. Ein weiteres Mauerstück setzt ihr anschließend so in die Luft und spawnt dann einen Creeper. Denn den können wir mit der folgenden Methode zum Beispiel in unserem Haus ausstellen. Und damit er bei Tag nicht despawnt, bekommt er noch ein Namensschild. Wie nennen wir ihn denn? Abonnieren. Denn das solltet ihr jetzt auch alle tun, um in Zukunft keine weiteren Videos mehr von uns zu verpassen. So, hallo Mr. Creeper, hier ist der Namensschild. Super, der Creeper heißt jetzt Abonnieren. Damit die Illusion perfekt wird und der Creeper auch nicht abhaut, werden wir den Creeper jetzt in Glasblöcken schieben. Dafür setzt ihr hier einen Pisten, nehmt einen Glasblock und aktiviert das Ganze mit einem Redstone-Block. Und das macht ihr dann nochmal. Super, jetzt könnt ihr den Rest abbauen, oben noch mit Stufen alles verschließen und fertig ist eure eigene Creeper-Ausstellung. Ihr könnt euch ohne Mod in Minecraft unsichtbar
sichtbar machen. Alles, was ihr dafür braucht, ist eine Enderperle und einen Kaktus in der Nähe. Da ist ja einer. Wenn ihr nun vor dem Kaktus steht und die Enderperle auf den Boden werft, landet ihr quasi im Kaktus und seid deswegen für kurze Zeit unsichtbar. Wieso kurze Zeit? Das Ganze tut trotzdem ziemlich weh. Deswegen empfehle ich, das Ganze wirklich nur kurz zu benutzen oder sich mit einem Trank der Heilung und wirklich guter Rüstung auszurüsten. Dieses Haus ist unzerstörbar. Egal wie viel TNT wir auf das Dach fallen lassen, die Explosionen können die Blöcke nicht zerstören. Wie das funktioniert? Na, mit Treppen natürlich. Wenn wir die nämlich genau so platzieren und Wasser in den Treppenblöcken füllen, können wir damit unzerstörbare Gebäude bauen. Ziemlich praktisch. Nicht nur die Planung der Rohstoffe und der Materialien, die du für dein Gebäude verwenden willst, ist wichtig, sondern auch der Grundriss. Fang also nicht einfach an zu bauen, sondern mach dir mit Hilfe von Blöcken einen genauen Plan, welche Form das Haus später haben soll. Echte Bauprofis machen das schon lange. Also warum übernehmen wir nicht einfach ihre Strategie und planen zuerst am Boden, um zu wissen, wie es aussehen soll, und fangen erst dann an, nach oben zu bauen? Das ist, wie eben schon gesagt, viel sinnvoller, als einfach drauf loszubauen, ohne einen Plan zu haben, wie das Haus später aussehen soll. Auf diese Weise wird das Haus dann am Ende viel, viel schöner, ohne dass man später große Änderungen vornehmen muss, weil irgendwas an dem Haus nicht richtig aussieht oder passt. Mit Rahmen ist aber noch etwas anderes möglich, nämlich dass man Karten mit solchen Motiven darin platzieren kann. Es ist tatsächlich möglich, dass wir im Survival-Modus individuelle Motive erstellen können. Und zwar mit einem solchen Gebilde, das von hier aus nicht wie ein Motiv aussieht, sondern eher wie, wahllos platzierte Blöcke. Aber in Wirklichkeit ist es das Motiv, das wir im Rahmen gesehen haben. Dazu erfassen wir einfach den Bereich mit einer Karte und tada, wir haben so eine ganz besondere Karte. Ich glaube, jeder von uns hatte schon mal den Wunsch, in einem Videospiel zu leben, oder? Was soll ich sagen? In Minecraft könnt ihr es. Alles, was ihr braucht, ist ein wenig Glas, Keramikblöcke und Knöpfe. Und schon habt ihr euch ein Haus aus einer Nintendo Switch gebaut. Wie cool ist das denn? Ich meine, stellt euch mal vor, eure Freunde spielen auf der Nintendo Switch und sehen euch dann auf einmal in einer Switch leben. Das ist ja eine echte Inception. Hilfe, das wird mir hier zu viel. Lasst mich raus hier. Lasst mich raus. Aber wenn man gerade erst mit einer Welt anfängt, nicht viele Rohstoffe hat, aber trotzdem ein Haus will, dann ist das hier genau das, was man eigentlich braucht. Auch wenn das Spiel es so nicht geplant hat. Einfach die Setzlinge im Quadrat platzieren und warten, bis die Bäume wachsen. Und schon hat sich das Haus praktisch von selbst gebaut. Jetzt noch die Eingangstür in die Wand einsetzen und das Laub im Inneren entfernen. Und schon haben wir einen Raum, der nur aus gewachsenen Bäumen entstanden ist. Hier können wir nun unser Haus so einrichten, wie wir es wollen. Mit Betten, Truhen, einer Werkbank und einer Sitzgelegenheit. Fertig ist unser einfaches, günstiges und praktisches Haus in Minecraft. Das hier ist die kleinste Basis in Minecraft, aber sie ist trotzdem voll funktionsfähig, denn sie hat alles, was wir brauchen. Ofen, Werkbank und natürlich Stauraum. Und dann weiter unten ist das Bett, der Amboss, der Braustand und darunter der Zaubertisch. Ach ja, und wenn wir unter der Falltür ins Bett gehen, können wir auch nicht von Mobs angegriffen werden und so ganz entspannt die Nacht überleben. Eine einfache Möglichkeit, ein Haus zu bauen, das wirklich sicher ist und garantiert von niemandem gefunden wird, ist, in ein Schneebiom zu gehen und ein Loch in den Schnee zu graben, in das wir ein Gerüst stellen. Dann graben wir rechts und links das Gerüst nach unten und bauen unsere kleine Höhle, in der wir wohnen werden. Hier platzieren wir Pulverschnee und dort Seelensand für den Wasserstrudel, der uns schnell nach oben befördert. Und schon sind wir fertig. Von außen sieht man nicht, dass es einen Geheimgang unter der Schneedecke gibt und so können wir schnell unsere Basis im Boden erreichen und wieder an die Oberfläche kommen. Jetzt bauen wir mit einem Trick eine unendlich langanhaltende Blitzfarm. Hierfür setzen wir einen Redstone-Verstärker so den anderen entgegengesetzt und platzieren ringsherum viermal Redstone. Daneben setzt ihr einen Sticky-Piston, setzt darauf einen Schleimblock und einen Blitzableiter. Dann verbindet ihr das Ganze miteinander und setzt auf den Blitzableiter noch einen Block. Aber das war's noch nicht. Jetzt machen wir uns an einem Amboss einen Dreizack mit der Verzauberung Entladung. Habt ihr das erledigt, schießt ihr eure Dreizacke in den Block über den Blitzableiter immer an dieselbe Stelle. Top, das sollte passen. Mit einer Redstone-Fackel schiebt ihr das Ganze nun zusammen, zerstört den einzelnen Block, sodass die Dreizacke in den Blitzableiter fallen und wartet, bis es gewittert. In unserem Fall verschnellern wir das Ganze mal eben so und so mit zwei Befehlen. Perfekt, Leute, es gewittert schon. Wenn wir nun die Redstone-Leitung einmal aus- und wieder anmachen, wird ein Blitz angezogen und es entsteht eine endlose Kettenreaktion. Schaut euch mal diese gewaltige Blitzfarm an. Wie krass ist das denn? Normalerweise verwenden wir nicht alle Blöcke, die es gibt in unseren Bauwerken, sondern benutzen nur eine kleine Auswahl davon. Aber es gibt noch viel mehr Blöcke, die du in deinen Bauten verwenden kannst. Was ich damit sagen will, bau die Dinge nicht immer so, wie du sie immer baust, sondern versuch mal kreativ zu sein und dein Haus zu dekorieren, damit es nicht langweilig wird. Wie hier mit diesen Fackeln zum Beispiel, die wir auch auf eine andere ungewöhnliche Weise an der
der Wand anbringen können. Lege einfach eine Eisenhose in den Rahmen und dann die Fackel und schon hast du eine Fackel mit Halterung. Oder einen Weg aus brennenden Lagerfeuern. Und wenn wir sie löschen und das Wasser mit Schwämmen entfernen, haben wir einen Steg, der viel realistischer aussieht als die Holzstufen, die wir normalerweise verwenden. Oder diese Decke, die eigentlich aus Steinsägen besteht, die auf der Unterseite ganz anders aussehen als jeder andere Block und eine Decke bilden, die wir noch nie gesehen haben. Du siehst also, dass es noch viele, viele weitere Möglichkeiten im Spiel gibt, die du ausprobieren musst. Jetzt wird es echt seltsam, denn sobald wir auf das Redstone-Erz schlagen, öffnet sich ein Geheimgang. Wir können also unsere Basis so verstecken, dass wir einen Redstone-Mechanismus auslösen, sobald wir auf das Erz hauen. Das Ganze wird so gebaut. Der Beobachter unter dem Erz sendet ein Signal, das über die Verstärker, die Redstone-Fackeln, zu den Kolben wandert, die sich dann bewegen. Stoppt das Video jetzt am besten, wenn ihr das so nachbauen wollt. Mit einem weiteren Kolben können wir den Block über der Redstone-Fackel bewegen und den Mechanismus von innen öffnen oder schließen. Entweder eine Feuerstelle, die irgendwie außer Kontrolle geriet und unser Haus abfackelte, oder das TNT auf einem Schiff, das ein bisschen zu warm wurde. Grundsätzlich kann man sagen, dass gefährliche Blöcke nicht geeignet sind, um damit etwas zu bauen. Es kann schnell passieren, dass so ein Haus anfängt zu brennen und dann ist sowieso alles zu spät. Warum also überhaupt ein Risiko eingehen? Verstecke das TNT lieber so gut es geht vor deinen Freunden, wenn du willst, dass dein Haus unversehrt bleibt. Und du kannst zusätzlich mit einem Befehl verhindern, dass sich das Feuer auf andere Blöcke ausbreitet. Das ist nämlich ganz einfach mit diesem Befehl hier zu machen. Beobachter können erkennen, wenn die Erde zu Ackerland wird und senden dann ein Redstone-Signal. Das ist genau das, was wir verwenden können, um unser Geheimversteck zu bauen. Platziert den Beobachter und den Verstärker hinter den Grasblock und verbindet ihn mit der Redstone-Fackel, die den Kolben aktiviert. Wenn wir den Boden zu Ackerboden umgraben, wird ein Signal an den Kolben gesendet und der Geheimgang wird enthüllt. Und so einfach ist es, unser Haus zu verstecken. Aber unsere Basis kann auch mit Kugelfischen geschützt werden. Wir können sie einfach in den Boden legen und mit Moos bedecken, um die Fische zu verstecken. Wir können auch die Wassereimer mit den Kugelfischen in das Laub der Bäume stellen. Sobald sich ein Feind unserem Haus nähert, wird er vergiftet und erleidet Schaden. Das ist nicht nur lästig für sie, sondern kann auch dazu führen, dass sie gar nicht bis zu unserem Eingang kommen, weil sie extrem viel Schaden erleiden oder sterben. Es ist also eine gute Möglichkeit, das Haus mit Kugelfischen im Boden zu schützen. Ich baue mir jetzt eine Cobblestone-Farm. Dazu grabe ich hier ein Loch, setze Lava hier hin und platziere das Wasser so und schon habe ich unendlich Cobblestone. Nee, Obsidian wollte ich doch gar nicht. Deswegen zeige ich dir jetzt, wie es viel einfacher geht. Dazu drei Löcher in den Boden graben, in die Mangroben wurzeln kommt Wasser und gegenüber kommt Lava hin. Geht doch, jetzt habe ich wirklich unendlich viel Cobblestone. Schaut nur, wie gut das funktioniert. Das fühlt sich ja schon fast illegal an, das zu wissen. Auch in den üppigen Höhlen können wir unsere Basis mit einem großen Tropfblatt abdecken, sodass wir nur hineingehen können, wenn wir auf der Pflanze stehen. Leider können wir durch die Pflanze nicht nach oben gelangen, aber hey, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Pulverschnee. Eine andere Möglichkeit in diesen Höhlen ist es, ein Haus im Wasser zu bauen. Baut eine Glaskuppel für eure Basis genau so, dass ihr alle Dinge dort unterbringen könnt. Und schon habt ihr ein Haus im Wasser. Dort wird mit Sicherheit niemand suchen. Das Spawnen von Mobs kann auf verschiedene Weisen verhindert werden. Das geht zum Beispiel mit Fackeln, aber auch mit Knöpfen, Teppichen oder Stufen. Es ist nicht einfach herauszufinden, ob die Menge dieser Dinger, die überall platziert werden, ausreicht, um das Spawnen von Mobs zu verhindern. Selbst bei Fackeln ist man sich nie ganz sicher, ob die Lichtstärke hoch genug ist, um das Spawnen der Mobs zu verhindern. Deshalb neigen viele von uns dazu, es komplett zu übertreiben und überall Lichtquellen zu platzieren. Wie du hier sehen kannst, sieht das Ganze aber falsch aus und ist auch viel zu übertrieben. Achtet also bitte auf die Menge der Lichtquellen, die ihr platziert. Willst du den Nether in der richtigen Welt nachbauen? Dann bau mit Netherblöcken einfach einen Höhlenabschnitt, der ungefähr so aussehen kann. Jetzt können wir noch ein paar Piglins spawnen lassen. Da diese allerdings nicht dazu gemacht sind, in der richtigen Welt zu leben, werden sie zombieartig und mutieren, wie du gleich sehen wirst. Das sieht nicht so schön aus. Deswegen können wir sie mit einem Piglin-Kopf und etwas Rüstung ausstatten, um ihre Mutation zu verbergen. Fühlt sich schon ein bisschen verboten an, sie nach hier oben zu holen, aber cool sieht's aus. Eine weitere, nicht ganz so tödliche Abwehrmethode, die wir in unserem Haus installieren können, sind Bienen. Wenn wir sie in diese Grube fliegen lassen und diese mit Eisenfalltüren verschließen, dann fliegen die Bienen heraus, sobald jemand die Tür öffnet und das Haus betritt. Das ist für jeden, der die Tür öffnet, extrem gefährlich, weil die Bienen sofort aggressiv werden und Schäden verursachen, die den Eindringling sehr schnell töten können. Wenn wir einen Pfeil zwischen diese beiden Blöcken in der Ecke schießen, werden plötzlich Blöcke verschoben und diese Basis kommt zum Vorschein. Sobald wir hinausgehen und den Pfeil einsammeln, schließt sich diese Öffnung wieder. Wir können das Ganze einfach nachbauen, indem wir eine Druckplatte mit einer Redstone-Fackel und einem Kolben verbinden. Sobald der Pfeil auf die Druckplatte geschossen wird, wird diese permanent betätigt und der Kolben bewegt sich. Wenn man etwas baut, sollte man nicht nur auf das Äußere achten, sondern auch darauf, wie das Haus von innen aussieht und es nicht einfach vernachlässigen wie bei diesen Häusern. Hey, ich verstehe, wenn dich das stört und du nur willst, dass es von
von außen gut aussieht, aber es gibt so viele schöne Gestaltungsmöglichkeiten im Inneren, die du unbedingt ausprobieren solltest. Du kannst Dinge aus unserer Welt im Spiel nachbauen und zum Glück gibt es so viele Möglichkeiten, Stühle, Pflanzen und die gesamte Inneneinrichtung in Minecraft zu personalisieren. Wenn du die Räume nicht ganz leer lässt und es so aussieht, wirst du dich gleich wie zu Hause fühlen. Schneegolems können Mobs keinen Schaden zufügen, aber sie können sie anlocken und mit ihren Schneebällen zurückstoßen. Das können wir nutzen, um unser Haus zu schützen. Baut dafür einfach mehrere Türme und platziert einen Schneegolem auf ihn. In der Nacht werden die Mobs zu ihnen gelockt und versuchen vergeblich die Golems anzugreifen, während der Schneegolem sie mit seinen Schneebällen abschießt. Auf diese Weise können wir uns unbehelligt zu unserem Haus bewegen, da die meisten Mobs durch sie abgelenkt werden. Um jedoch vor Feinden geschützt zu sein, eignet sich eine andere Methode. Anstelle von Schneegolems platzieren wir nämlich Skelette, Netherblöcke und Feuer auf den Türmen. Die Skelette schießen dann durch die Flammen, die Pfeile brennen und jeder, der sich unserem Haus nähert, stirbt. Im Zweifel auch wir selbst. Wir können unsere Basis auch hinter Wasserfällen verstecken. Setz dafür einfach eine Falltür vor den Eingang, um durch das ein Block hohe Loch zu gelangen. Und ach ja, vergesst nicht, sie von außen zu zerstören, damit niemand unsere Basis im Berg finden kann. Die Mobs können nicht nur nicht auf den Schienen spawnen, sie haben sogar Angst vor ihnen. Wenn sie Schienen zwischen uns und den Mobs befinden, werden sie uns nicht angreifen, weil sie die Schienen nicht überqueren. Zumindest, wenn es nicht zu viele Mobs gibt. Es ist immer noch möglich, dass sie sich gegenseitig über die Schienen schubsen und dann ist man vor ihnen leider auch nicht mehr sicher. Unsere Basis kann jedoch auch an Orten errichtet werden, die im Survival-Modus normalerweise nicht leicht zu erreichen sind. Die Insel ist so weit entfernt, dass wir nicht einfach auf sie springen können. Um sie zu erreichen, platzieren wir einen Schleimblock unter der Insel und Schnee darauf. Man sieht jetzt nicht mehr, unter welchem Block der Schleimblock liegt und wenn wir auf ihn springen, bringt er uns hoch genug, um zur Insel zu gelangen. Jetzt müssen wir uns nur noch merken, wo der Block ist, unter dem sich der Schleimblock befindet und wir haben einen geheimen Weg zu unserer Basis. Aber wenn wir es unseren Feinden wirklich schwer machen wollen, unser Haus zu finden, können wir Räume hinter Lavafällen verstecken und uns durch den einen Block hohen Eingang mit einer Enderperle teleportieren. Das gleiche gilt übrigens auch für Lavaquellen in Höhlen. Dahinter kann man nämlich eine Höhle bauen und zwei Loren aufstellen, damit man durch die Lava kommt, ohne Schaden zu nehmen. Eine einfache Möglichkeit, Räume zu verstecken. Um unser Haus vor Mobs zu schützen, können wir auch Boote kreisförmig um das Haus herum platzieren. Das ist zwar am Anfang etwas teuer, aber es lohnt sich. Denn auf diese Weise ist es für Mobs nicht möglich, dich anzugreifen. Denn sobald Zombies zu uns rennen, setzen sie sich in das Boot und bleiben dort stecken, sodass wir sie leicht töten können. Das ist eine einfache Möglichkeit, wie wir unser Haus komplett vor Mobs schützen können. Dieser Hack sollte verboten sein. Für Ballons auf dem Jahrmarkt oder als Dekoration müssen wir ein 2 Blöcke tiefes Loch ausbuddeln und verschließen es mit Zäunen, sodass die Kaninchen, die wir dort hineinsetzen, nicht herausspringen können. Jetzt bauen wir eine Konstruktion, mit welcher wir einen Zaun hier oben hin platzieren können. Dann kommt noch ein zweiter oben und auch gegenüber kommt ein weiterer Zaun hin. Jetzt können wir die Hilfskonstruktion wieder abreißen und unten legen wir 3 Baumstämme hin. Dann nehmen wir ein paar Leinen und befestigen sie an den Kaninchen unten in dem Loch und an den zuvor platzierten Zäunen in der Luft. Anschließend können wir unsere Ballons auf den Zäunen platzieren. Die Farben könnt ihr euch je nach Belieben aussuchen. Im letzten Schritt verstecken wir die Kaninchen. Es muss ja keiner wissen, dass wir eigentlich etwas Verbotenes machen. Die Beobachter können erkennen, wenn Erde zu Ackerboden wird. Wir können dies nutzen, um ein Redstone-Signal auszulösen, das die Kolben bewegt und die geheime Basis enthüllt, die zuvor mit Erde bedeckt war. Der YouTuber Mr. Insane hat diesen komplizierten und ausgeklügelten Mechanismus gebaut, der den Hügel verändert und die Blöcke bewegt, um die Basis freizulegen. Es ist wirklich erstaunlich, was alles in Minecraft möglich ist. Mit diesem Farming-Hack können wir viel schneller und einfacher farmen. Ich meine, schau nur, wie lange es dauert, Stein abzubauen und Erze zu finden. Mit einem Moosblock und etwas Knochenmehl können wir die Steine in der Umgebung in Moos umwandeln. Die Erze und Diamanten bleiben jedoch bestehen. Jetzt können wir ganz einfach sehen, wo die wertvollen Schätze sind. Und wenn wir weitergraben, sparen wir uns viel Zeit, da wir nur das Moos abbauen müssen und nicht irgendwelche Steine. Das Betreten unseres Hauses ist verboten und das können wir unseren Mitspielern deutlich mitteilen, indem wir zum Beispiel einen Beobachter unter unserer Tür, einen Kolben darunter und wieder einen Beobachter platzieren. Sobald die Tür geöffnet wird, bewegt sich der Kolben und schiebt den Beobachter auf den anderen, sodass ein endloses Redstone-Signal erzeugt wird, das die Türen, Glocken und Notenblöcke aktiviert, bis die Tür wieder geschlossen wird. Und ja, das klingt wirklich furchtbar. Dieses coole Bambusboot musst du unbedingt nachbauen. Dafür platzieren wir 3 Bambusstufen ins Wasser. An beide Enden, wo ein Bambusblock steht, kommt eine Bambustreppe. Jetzt können wir rechts den Block entfernen und hier kommt noch eine Stufe hin. Hinten im Boot kommen 2 Bambuszäune übereinander. Eine Falltür kommt oben drauf. Eine Bambusstufe, 2 Falltüren und wieder eine Stufe werden unser Dach. Dort hängen wir noch eine Laterne drunter, die wir mit einem Gitter stabilisieren. Aber jetzt kommt der etwas trickigere Part. Zuerst platzieren wir 3 Falltüren auf beide Seiten. Wenn wir uns jetzt in das Boot stellen, nehmen wir ein Bambusfloß mit einer Truhe und platzieren dieses ganz hier hinten und so nah wie möglich am Boot dran. Wir setzen uns rein und manövrieren das Floß in unser Boot. Noch ein bisschen
bisschen gerader muss es sein. So, jetzt passt es. Und wir können langsam zurück ans Ende des Bootes fahren. Wenn es perfekt gerade ist, steigen wir aus und klappen die Falltüren rechts und links auch wieder hoch. Hast du gesehen, wie das Floß noch ein kleines Stück eingesunken ist? Jetzt ist es fast perfekt. Auf beiden Seiten kommen jeweils hinten und vorne noch Schilder. Auf dem Boot selbst platzieren wir noch zwei Falltüren in die Mitte und einen Hebel. Jetzt ist unser kreatives Bambusboot final fertig. Minecraft ermöglicht es uns, Häuser in verschiedenen Stilen zu bauen. Von mittelalterlich über Fantasy bis hin zu moderner Architektur. Oder besser gesagt, alles ist möglich, was man sich vorstellen kann. Aber wenn du schon so viel Herzblut in deine Bauten steckst, um das perfekte Haus zu bauen, achte darauf, was die anderen Spieler auf dem Server neben dir gebaut haben. Wenn du nicht aufpasst, wird es im Gesamtbild etwas seltsam aussehen und gleichzeitig nicht die Atmosphäre erzeugen, die du mit dem Baustil eigentlich erreichen willst. Darauf solltest du achten, denn ein mittelalterliches Haus neben einem Wolkenkratzer ist irgendwie einfach nur falsch. Und wenn du mehrere Häuser baust, bleib beim gleichen Baustil und änder ihn nicht von Haus zu Haus. Um eine Ampel zu bauen, zeige ich dir einen raffinierten Weg, wie man Banner färben kann, so dass sie so aussehen, als ob sie eine Ampel darstellen. Dazu brauchen wir erstmal eine Ampel. Tiefenschieferfliesen eignen sich sehr gut als Fuß und 6 Andesitmauern werden der Pfahl. Oben kommen wieder Tiefenschieferfliesen hin und dazugehörige Stufen. Darunter hängen wir 2 Andesitmauern und jeweils 2x Beton. Aber jetzt aufgepasst, es wird komplex. An dem Webstuhl werden wir jetzt nämlich unsere Banner färben. Dazu nehmen wir zuerst ein graues normales Banner und rote Farbe. Wir suchen nach einem Dreiecksmuster. Hier ist es. Das gefärbte Banner nehmen wir und mixen es dieses Mal mit Grün in den Webstuhl. Jetzt suchen wir das gleiche Muster nur unten. Da haben wir es. Und dann kommt noch die gelbe Farbe. Die darf ja bei einer Ampel auch nicht fehlen. So sollte es jetzt aussehen. Aber wir sind noch nicht fertig. Mit schwarzer Farbe wählen wir dieses Muster ganz unten aus und schon sieht es doch viel mehr nach einer Ampel aus. Aber noch nicht zu 100%. Jetzt sieht es wirklich wie eine Ampel aus. Das fertige Banner können wir dann an unsere Ampel hängen. Und wisst ihr was? Weil ich grün bin, darf ich immer gehen. Ist das nicht genial? Ähnlich wie wir Räume nicht 2 Blöcke hochbauen sollen, sollen wir uns auch verhalten, wenn wir in den Untergrund graben. Normalerweise tun wir das, indem wir unsere Gänge 2 Blöcke nach unten oder wenn wir aus einer Höhle nach oben wollen, 2 Blöcke nach oben bauen, sodass wir gerade so durchkommen können. Man merkt das nicht, wenn man sich nach unten oder oben gräbt, aber wenn wir uns auf diesen Gängen bewegen, wird deutlich, wie unbequem und lästig diese Wege sein können, weil wir uns immer wieder den Kopf stoßen, was eigentlich wehtut und uns gleichzeitig auch noch verlangsamt. Die Lösung für dieses Problem ist eigentlich ganz einfach. Entfernt jedes Mal, wenn ihr die Gänge macht, einen weiteren Block, damit ihr euch nicht mehr ständig den Kopf stoßt. Und noch besser ist es, wenn wir dann in den 3 Blöcke hohen Tunnel Treppen einbauen. Eigentlich ist das irgendwie auch ganz logisch, aber trotzdem macht man es immer wieder falsch. Mit einem Huhn an einer Leine können wir das Ende der Leine an einem Haus befestigen. Jetzt sieht es so aus, als würde das Haus fliegen. Noch besser, Luftballons, die wir ebenfalls mit Leinen verbinden. Na, kommt euch das nicht irgendwoher bekannt vor? Schreibt mal in die Kommentare, an welchen Film euch das erinnert. Mit Tageslichtsensoren kann man mehr machen, als du vielleicht denkst. Dazu bauen wir zuerst eine große Standuhr, die auch wirklich schlägt, wenn sich die Tageszeit ändert. Hier auf die andere Seite kommen auch noch aufgeklappte Falltüren und einen Block darüber platzieren wir den Tageslichtsensor. Darunter kommt ein Beobachter mit einer Glocke. Vor dem Beobachter setzen wir noch einen Rahmen und eine Uhr. Wenn der Sensor jetzt aktiviert wird, schlägt die Glocke und die Uhr dreht sich. Jetzt haben wir gerade Tag und ich mache es mal Nacht. Na, hast du gehört, wie die Glocke geschlagen hat? Nochmal. Die Glocke schlägt und die Uhr dreht sich. Aber alle guten Dinge sind 3. Deswegen kommt hier der letzte Glockenschlag. Mann, ist das cool. Laternen werden eigentlich immer an der Decke oder irgendwo anders im Haus angebracht, als Beleuchtung und Teppiche. Wir legen sie auf den Boden. Allerdings können wir diese beiden Dinge kombinieren und fliegende Laternen in Minecraft bauen. Dazu müssen wir zunächst unser Haus mit Wasser füllen und den Teppich auf das Wasser legen. Danach gehen wir ins Haus und legen die Laternen auf die Unterseite des Teppichs. Nun entfernen wir das Wasser mit Schwämmen. Wie wir jetzt sehen, sind die Teppiche auf dem Wasser zerstört, nur die, unter denen sich Laternen befinden, bleiben übrig. Und ja, tada, wir haben die Teppiche mit den Laternen verbunden, die nun gemeinsam in der Luft schweben. Wenn wir auf dieses Moos springen, wird es nach kurzer Zeit zerstört und wir fallen in unser geheimes Haus im Boden. Wie das funktioniert? Mit Schildkröteneiern. Denn sobald wir auf sie springen, zerbrechen sie nach kurzer Zeit. Wenn wir die Eier auf die Fäden legen und den Eingang mit Moos bedecken, ist von außen nicht sichtbar, dass dies der Eingang zu unserer Basis ist. Distorted Alex ist ein Glitch, der jeden in Angst und Schrecken versetzen wird, der den Alex-Skin benutzt. Sie sieht nämlich aus wie der Giant Alex, mit dem Unterschied, dass ihre Augen und Mund aus dem Gesicht gerissen wurden. Als erstes starten wir den Launcher und wählen den Alex-Skin aus. So, das wäre schon mal geschafft. Dann starten wir das Spiel und erstellen eine neue Welt im Überlebensmodus und ohne Cheats. Alles, was in der Welt, die wir gleich betreten werden, passiert, passiert also wirklich im Spiel. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Warten? Für immer warten? Denn die Distorted Alex existiert nicht wirklich.
wirklich? Naja gut, zumindest nicht in dieser Version. Sie existierte nämlich nur in den Beta-Tests für Alex. Um zu beweisen, dass sie wirklich existiert, müssen wir einen Server erstellen und alle Sicherheitsmaßnahmen abschalten. Aber Leute, macht das bitte auf gar keinen Fall nach. Ich riskiere hier mal wieder alles, um Informationen über Alex zu bekommen und nach Hinweisen zu suchen, um die Existenz zu beweisen. Wenn die Sicherheit meines Computers ausgeschaltet ist, kann jeder auf meinen Computer zugreifen und ihn hacken. Okay, und wir sind im Spiel. Aber was ist das für ein Spawn? Ich kann nur Schnee bis zum Horizont sehen. Also gut, ich habe mich auf die Suche nach einem Baum gemacht, um eine Spitzhacke und ein Schwert zu bauen und zum Glück ein Dorf gefunden. Während dieser ganzen Zeit habe ich jedoch nicht bemerkt, was mit der Welt um mich herum geschah. Okay, die Truhe hier plündern und dann ab zum nächsten... Was? Wie kann das denn sein? Der Nebel. Ich kann kaum etwas sehen. Seit wann gibt es Nebel im Spiel? Es sieht nur so aus, als wenn wir die Renderdistanz sehr niedrig eingestellt haben, aber ich habe sie gar nicht verändert und vorher konnte man viel weiter sehen als jetzt. Hä, was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Okay, schauen wir mal in den Einstellungen nach. Vielleicht habe ich sie ja geändert und weiß es jetzt einfach nicht mehr. Okay, nein, Leute, die Renderdistanz ist immer noch sehr hoch eingestellt. Wie kann es also sein, dass wir fast nichts vor uns sehen und alles neblig ist? Okay, dann testen wir mal, was passiert, wenn wir die Renderdistanz ganz nach oben stellen. Oh Mann, nichts! Der Nebel bleibt! Und was passiert, wenn wir sie ganz nach unten stellen? Der Nebel bleibt immer noch. Warum ist das so? Könnte es sein, dass jemand oder etwas mein Spiel kontrolliert? Vielleicht sogar Distorted Alex? Ist sie vielleicht in der Nähe? Hat sie hier überall Nebel erzeugt, um sich zu verstecken? Oh Mann, Leute, das könnte möglich sein. Niemand hat die Distorted Alex jemals mehr als ein paar Sekunden gesehen. Das deutet doch darauf hin, dass sie sich teleportieren kann, oder? Berichten zufolge soll sie dabei eine Spur von Redstone-Staub hinterlassen. Also gehen wir jetzt mal los, um diese Spuren zu finden. Oh Mann, Leute, dieser Nebel ist einfach nur nervig. Wir können kaum sehen, wohin wir gehen und es ist noch schwieriger, eine dieser Redstone-Staubspuren zu finden. Ich laufe und laufe und laufe, aber selbst wenn ich im Kreis laufen würde, wüsste ich es nicht. Man kann hier nämlich fast gar nichts sehen. Seht ihr etwas? Schaut ganz genau hin. Passt gut auf. Seht ihr Redstone-Staub? Nein, oder? Kommt, wir gehen weiter. Irgendwas müssen wir doch finden. Irgendwo hier gibt es doch eine Spur von Distorted Alex, oder? Nein? Oh, da, schaut! Hier ist Redstone-Staub auf dem Boden. Ach, das Verrückte daran ist, dass es sogar aktiviert wurde und auch bleibt. Es sieht so aus, als ob der Redstone-Staub durch irgendwas mit Energie versorgt wird, oder? Aber wie kann das sein? Okay, wir schauen mal unter den Blöcken nach. Ist da irgendwo ein Schalter? Oder vielleicht eine Redstone-Lampe oder ein Redstone-Block? Irgendetwas, was den Staub aktiviert? Oh Mann, hier ist nichts. Nichts aktiviert den Redstone-Staub und trotzdem ist er aktiviert. Leute, Distorted Alex bewegt sich schnell, sehr schnell. So schnell, dass Spieler berichten, dass sie eine der unantastbaren Mobs ist. Oh, ich glaube, wir finden sie gleich. Wir dürfen die Spur nur nicht verlieren. Aber wer weiß, wie lange es dauern wird, sie wiederzufinden. Hier, da vorne schon wieder Redstone. Wohin sollen wir jetzt gehen? In diese Richtung? Nein, da ist nichts. Dann auf die andere Seite. Kommt schon. Da, wieder Redstone-Staub. Wo ist diese Alex hin? Sehen wir hier irgendwo wieder Redstone-Staub? Oder sogar die Distorted Alex? Nein, oder? Ich kann auf jeden Fall nichts sehen. Und wo ist die Redstone-Staubspur? Haben wir sie jetzt verloren? Ach Leute, das kann doch nicht sein. Habt ihr nicht aufgepasst? Es muss hier doch irgendwo noch mehr Redstone geben, oder? Nee, hier ist nichts. Es gibt nirgendwo diesen Staub. Okay, dann lasst uns zurück zu den letzten Spuren von Alex gehen. Okay, das hier ist der letzte Redstone-Staub, den Distorted Alex erzeugt hat. Und all diese Redstone-Staubspuren sind aktiviert, was wiederum keinen Sinn ergibt. Das lässt mich aber vermuten, dass sie noch hier sein muss und Fähigkeiten hat, die wir noch nicht ganz verstehen. Ich suche jetzt schon seit einiger Zeit, aber ich habe keine weitere Spur auf dem Boden gefunden. Mann, Leute, wo ist sie denn? Oder existiert sie überhaupt? Es ist auch eiskalt hier und es ist schon wieder Nacht und wir müssen uns am Lagerfeuer aufwärmen. Könnt ihr das sehen? Das Zeichen? Du bist einer von uns. Was bedeutet das? Bedeutet es, dass Distorted Alex versucht, uns zu infizieren? Sodass wir wie sie werden? Das kann nichts Gutes bedeuten. Schnell, lasst uns hier verschwinden. Zurück zum Lagerfeuer. Was ist das denn? Hier brennt alles. Oh nein, wie kann das sein? Das wird mir jetzt zu viel. Schnell, lasst uns weglaufen. Wir müssen versuchen, sie zu finden und zu töten. Aber wie sollen wir das anstellen? Wieder mit einer Falle? Und wir sind der Köder? Okay, ich habe mich in die Tiefe der Minecraft-Welt begeben, um nach Eisen zu suchen, das wir später für unsere Falle für Distorted Alex brauchen. Okay, wir bauen hier noch ein bisschen mehr Eisen ab. Was ist denn hier los? Obwohl ich Fackeln aufgestellt habe, ist plötzlich alles dunkel geworden. Oh wow, was? Einer von uns. Was sind das für Köpfe? Das sind die Köpfe der Distorted Alex. Versucht sie uns zu verwandeln? Wir müssen das aufhalten, schnell an die Oberfläche. Wir müssen mit der Falle beginnen. Da sie sich teleportieren kann, bauen wir einen Graben mit Lava um uns herum. Wenn sie zu uns kommt, aktivieren wir die Falle
und sie kann leicht getötet werden. Und wir sind fertig. Wir sind im Käfig. Sobald sie versucht, zu uns zu gelangen, rennt sie auf die Druckplatte und fällt in die Lava. Ich warte und warte, bis etwas passiert, womit ich aber nicht gerechnet hatte. Du bist einer von uns. Steht auf dem Schild. Da, schau. Alex ist hier. Es gibt sie wirklich. Oh nein, was hat sie vor? Wird die Falle funktionieren oder haben wir uns selbst als Köder in einen eisernen Käfig eingesperrt und werden jetzt von ihr angegriffen und vernichtet? Oh nein, das kann nicht sein. Ich hoffe, es klappt. Ja, ja, Leute, sie tappt in die Falle. Sie stürzt in die Lava. Schnell, wir müssen raus und sehen, wo sie ist. Die Lava wurde zu Wasser. Sie hat sie verwandelt. Wo ist sie denn? Was ist hier los? Selbst wenn wir nachts die Umgebung unserer Basis beleuchten, sollte das hier verboten werden. Schaut euch die Leuchtsteine an. Sie sehen in unserer Welt einfach nicht schön aus. Stattdessen sollten wir uns ein wenig mehr Zeit nehmen und versuchen, die Lichtquellen so zu platzieren, dass unsere Welt zwar beleuchtet ist, sie aber nicht sichtbar sind. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu erreichen. Zum einen können wir diese Lichtquellen mit Teppichen verdecken, durch die das Licht aber hindurchscheinen kann. Oder wir machen aus dem Gras einen Trampelpfad, der etwas kleiner ist als ein normaler voller Block und platzieren den Leuchtstein in dem Block neben dem Trampelpfad, sodass er nur ein wenig herausschaut. Alternativ können wir die Lichtquellen auch zwei Blöcke tief in den Boden setzen, Glas darüber legen und einen kleinen Busch mit Laub darauf bauen. Das gleiche können wir überall dort tun, wo es Laub gibt, auch in den Bäumen. Es gibt viele Möglichkeiten, aber die Lichtquellen einfach auf den Boden zu stellen, ist auf gar keinen Fall die Lösung, um unsere Umgebung bei Nacht zu beleuchten. Eine kleine kreative Bärenillusion bauen wir als nächstes. Dazu kommen hier an eine Steinmauer ein paar Bärensträucher. Dahinter platzieren wir Redstone anstelle von der Steinmauer. Das Leuchten gibt dem Ganzen einen echt magischen Flair, oder? Mit Knochenmehl beschleunigen wir den Wachstumsprozess der Bären. Und schon kannst du sehen, wie schön das Ganze jetzt aussieht. Über den Redstone kommen jetzt noch Ranken und wir haben eine funkelnde Bärenwand erschaffen. Aber der nächste Hack wird dich echt umhauen. Es gibt Menschen, die ihr Haus individuell und schön gestalten, aber es gibt auch solche, die es übertreiben. Sie verwenden nicht ein paar verschiedene Blöcke und Materialien für ihr Haus, sondern so viele wie möglich. Es ist nie eine gute Idee, überall Falltüren und Knöpfe aus verschiedenen Hölzern anzubringen, nur um den freien Raum zu füllen. Dasselbe gilt für all die anderen Dinge, die du in Minecraft bauen kannst. Übertreib es nicht mit der Vielfalt der Blöcke. Das Gleichgewicht zwischen zu wenig und zu viel sollte immer gehalten werden. Grasblöcke und Ackerland sind unterschiedlich hoch. Das ist genau das, was wir für das nächste Minecraft-Haus verwenden können. Denn wenn wir hier den Boden umgraben und den Hebel in der Lücke dazwischen umlegen, öffnet sich der Boden zu unserem Versteck. Wenn wir nach oben gehen, können wir den Hebel umlegen und der Boden schließt sich wieder. Und genau so funktioniert es. Man setzt drei Kolben genau so ein und setzt dann den Block, der später weggeschoben wird. Hier kommt der Hebel, dort ein Verstärker und hier das Redstone. So, der erste Schritt ist getan. Versteckt nun die Konstruktion mit Blöcken. Sobald wir dann den Boden mit der Hake umgraben, erscheint der Hebel, den wir nur noch bewegen müssen. Und tada, so einfach ist das. Wie du einen Freund so richtig verwirren kannst, zeige ich dir jetzt. Dazu brauchst du ein Gehege, was aussieht, als ob es auf dem Kopf steht. Dafür nimmst du ein Schaf an die Leine und baust einen 5 Blöcke hohen Turm, auf welchen du den Zaun platzierst, an welchem du das Schaf nun festmachst. Jetzt wird das Schaf unter die Decke, auf den Boden gezogen und an einem Amboss benennen wir ein Namensschild neu. Wir benennen es wie folgt und geben es unserem fliegenden Schaf. Dieses dreht sich nämlich um und steht auf allen Vieren im Gehege. Zumindest sieht es so aus. Wenn das nicht mal verboten gehört, deine Freunde wird es sicherlich verwirren. Für die nächste Falle bauen wir zuerst einen Obsidiangang und platzieren Seelensand am Boden, um einen Wasserstrudelaufzug zu bauen. Sobald wir das Wasser in jedem Block platziert haben, können wir uns um den Mechanismus kümmern. Dazu setzen wir eine Druckplatte und Kolben hierhin. Die Druckplatte verbinden wir mit dem Redstone-Staub, einem Verstärker und wieder Redstone-Staub, den wir mit beiden Kolben verbinden. Sobald nun jemand die Tür betritt, läuft er über die Druckplatte, löst den Mechanismus aus und wird in den Wasserstrudel bis ganz nach oben befördert und bleibt dort gefangen. Denn hier kommt man wirklich nie wieder raus. Hilfe! Wir können Eiszapfen in den verschneiten Ebenen verwenden, um Eishäuser zu bauen. Wie dieser riesige Eiszapfen, den wir in eine bewohnbare Unterkunft verwandelt haben. Einfach ein paar Blöcke im Zapfen zerstören und das Haus einrichten. So baust du einen Spiegel. Zuallererst müssen wir einen Rahmen für unseren Spiegel bauen. Wenn wir damit fertig sind, können wir oben noch drei Bücherregale mit ein paar Büchern aufstellen. Rechts und auch links kommen noch zwei Treppen hin. Jetzt nehmen wir ein graues Banner und machen unseren Spiegel. Zuerst nehmen wir dafür weißen Farbstoff und dieses Muster. Jetzt kommt hellblaue Farbe mit diesem Muster ganz hier unten. Im nächsten Schritt nehmen wir wieder weiß und wählen das gleiche Muster nochmal. Zuletzt kommt noch etwas schwarz mit diesem Muster dazu. Und dann können wir unseren Spiegel auch schon platzieren. Du willst wissen, wie man vielleicht die beste Geheimtür baut? Dann schau dir diesen Hack ganz genau an. Ich hab's einmal im Freien nachgebaut, damit's etwas verständlicher ist. Der Schreiter hier ist unsere Schlüsselfigur. Er wird in der Mauer versteckt. Mit einem Haken spannen wir eine Schnur über die Lava, in welcher er schwimmt. Und jetzt kannst du dir sicherlich vorstellen, wie wir die Tür aufmachen. Einfach die Schnur weiterspinnen bis zu dem Ort, wo wir die Tür
Tür auf- und zumachen wollen. Das machen wir natürlich mit klebrigen Kolben. Wann auch immer die gespannte Schnur berührt wird, geht dann unsere Tür auf. Wir nehmen also einen Wirrpilz in die Hand, wenn wir die Tür aufmachen wollen und locken so den Schreiter zu uns, der die Schnur über der Lava aktiviert. Und schon können wir schnell in unser Versteck huschen. Die Kurusfrucht teleportiert uns an einen anderen Ort, sobald wir sie essen. Es ist also tatsächlich möglich, sich mit ihnen durch Wände zu teleportieren. Und selbst wenn wir in einem Käfig aus Bedrock gefangen sind, müssen wir nur eine dieser Früchte essen, um ins Freie zu gelangen. Auf diese Weise können wir auch unsere Basis verstecken und sie so bauen, dass wir uns mit einer Kurusfrucht hinein teleportieren können. Und das ist ziemlich cool. Unsere Baumhäuser sehen oft wirklich nicht so gut aus. Und das, obwohl sie so einfach zu bauen sind. Im Taiga-Biom gibt es die Bäume mit den großen Baumkronen. Baut euch einen Weg nach oben und dort eine Plattform. Es dauert nicht lange und wenn du die Plattform oben mit den Blättern verbindest, hast du wirklich ein realistisch aussehendes, cooles, einfaches Baumhaus. Wenn du jede Menge Schwämme hast, die vollgesogen mit Wasser sind, weil du etwas trockenlegen willst, dann ist das hier genau der richtige Hack für dich. Ich meine, guck mal, wie lange es dauert, bis die Schwämme hier im Ofen getrocknet sind. In der Zeit kann man ja locker das Video liken. Aber wir wären ja nicht Bobby und Max, wenn wir nicht eine bessere Lösung für euch hätten. Im Nether können wir nämlich einfach die nassen Schwämme ausbreiten und ein paar Sekunden später sind diese direkt trocken. Jetzt brauchen wir sie nur wieder abzubauen, einzusammeln und schon können wir wieder zurück in die Oberwelt gehen und sie dort wieder verwenden. In der Bedrock-Version können wir auf dem gefährlichsten Schwierigkeitsgrad nicht durch Türen geschützt werden, weil sie von Mobs zerstört werden. Die Lösung können zum Beispiel Endstäbe sein, die wir einfach links und rechts anbringen, sodass wir durch sie hindurchgehen können, aber Mobs wie zum Beispiel Zombies oder Baby-Zombies nicht. Übrigens funktioniert das auch mit anderen Dingen, wie dem Bambus, Blitzableitern und sogar Zäunen. Sie alle schützen uns mehr als normale Türen. Amethyst-Geoden beobachtet doch eigentlich keiner, oder? Dabei sind sie ein perfekter Platz für unsere Basis. Das Kirschholz, das jetzt neu im Spiel ist, eignet sich dabei super für die Inneneinrichtung. Auf diese Weise haben wir also ein kostengünstiges und stilvolles Haus im Boden. Und jetzt zeige ich dir, wie du eine Brücke bauen kannst, über die du hinübergehen kannst, Zombies und andere Mobs allerdings nicht. Was sie zu einer perfekten Brücke macht, wenn du dich selbst schützen musst. Dazu baust du einfach an eine beliebige Stelle die Balken für deine Brücke. Ich zeige dir das hier nur in einem kleinen Beispiel. Denn das Hängeschild ist der eigentliche Trick. Dieses verwenden wir anstelle von Stufen oder Falltüren. Dort fallen die Mobs nämlich durch, wir als Spieler allerdings nicht. Das ist doch ziemlich genial, oder? Und so sicher sieht das Ganze dann bei einer richtigen Brücke aus, wenn wir vor den Zombies fliehen müssen. Na, kanntest du den Trick? Dieses Haus ist auf jeden Fall auch wieder eins, das verboten gehört. Zuerst legen wir hier die Schildkröteneier einen Block tief auf den Boden und graben ein tiefes Loch, in das wir Lava schütten. Zum Schluss setzen wir hier noch eine Falltür hin, die wir einklappen und schon sind wir fertig. Sobald die Nacht anbricht, werden die Zombies zu den Schildkröteneiern gehen und sich gegenseitig in die Lava stoßen. Wir haben also ein Haus gebaut, das eine Falle für Zombies ist und mit dem wir sie leicht töten können, weil sie immer wieder versuchen, zu den Schildkröteneiern zu gelangen und dabei in die Lava fallen und sterben. Anstatt ewig lang nach Rohstoffen für dein Haus zu suchen, verwende Blätter, denn die lassen sich am schnellsten mit einer Schere abbauen. Guck mal, wie viele Laubblöcke wir in dieser kurzen Zeit abgebaut haben. Damit können wir nun unser Haus bauen. Noch besser ist es, verschiedene Laubblöcke zu verwenden, um die Wände und Dächer noch individueller gestalten zu können. Häuser, die es ebenfalls auf gar keinen Fall geben sollte, sind die Instant-Häuser, die man nur durch eine Mod erhält und mit denen wir ganz einfach fertige Häuser bekommen können, wenn wir auf einen Block klicken. Diese Blöcke gibt es im normalen Spiel nicht, aber sie sind wirklich praktisch, denn ähnlich wie bei den natürlich generierten Bauwerken müssen wir nicht darüber nachdenken, wie unser Haus aussehen soll und extra Rohstoffe farmen. Einfach anklicken und zack, das Haus steht. Oh, ich muss schnell in mein Geheimversteck. Hier ist der versteckte Knopf, den ich nur erreiche, weil Trampelpfade einen Pixel kleiner sind als Grasblöcke. Mit diesem geheimen Knopf kann ich all meine Schätze verstecken. Jetzt zeige ich dir, wie es geht. Dazu verstecken wir hier einen Hebel in der Wand und setzen daneben einen klebrigen Kolben und davor Gras. Dann aktivieren wir den Kolben und die gesamte Konstruktion verstecken wir unter Grasblöcken. Im letzten Schritt nehmen wir eine Schaufel und schaffen vor dem Hebel einen Trampelpfad. Na, fertig ist dieser kleine versteckte Hebel. Wenn wir nicht ganz so viel tun wollen, um vor Mobs geschützt zu sein, wie wäre es, wenn ihr eure Basis aus Stufen baut? Da Mobs nicht auf ihnen spawnen können, ist dies ein einfacher Weg, um sie zu vermeiden. Eine andere Möglichkeit sind die Schienen, auf denen die Mobs ebenfalls nicht spawnen können. Es ist vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, diese Blöcke als Boden und in euer Haus zu platzieren, aber hey, zumindest ist es möglich, so Mobs zu vermeiden. Nun zeige ich dir die beste Art, wie du ein richtig gemütliches Sofa bauen kannst. Dazu müssen wir hier ein 2 Blöcke tiefes Loch graben und auch 3 Blöcke weiter entfernt. In beide Löcher kommt eine Kiste und auf diese stellen wir jeweils einen Rüstungsständer. Rechts und auch links setzen wir dann eine Lederkappe drauf. Über die Löcher platzieren wir nun jeweils noch ein braunes Bett. Mit einem Kolben schieben wir einen Block über das Loch. Und auch auf der linken Seite verstecken wir das Loch, indem wir einen Kolben nutzen. Jetzt sind beide Löcher zu. Als Armlehnen nehmen wir
Schilder und die Rückenlehne können wir mit hochgeklappten Falltüren bauen. So in etwa. Jetzt kommt auf die linke Seite noch ein Schild und unser schönes Sofa ist fertig. Das Ganze könnt ihr zum Beispiel auch in meiner Lieblingsfarbe machen. Schaut mal, wie schön das aussieht. Für viele kann das Bauen im Überlebensmodus eine echte Strapaze sein, besonders wenn Spinnen auftauchen. Wenn wir im Vorfeld nicht die richtigen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben, können sie tatsächlich auf unser Grundstück oder sogar unser Haus gelangen. Dabei ist die Lösung eigentlich ganz einfach, auch wenn wir sie schon kennen. Teppiche und Stufen. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen lästig, sie überall zu verlegen, aber auf diese Weise werden wir die aggressiven Spinnen schnell wieder los und sie kommen nie wieder in unsere Basis. Wenn ihr also nicht wollt, dass sie euch einfach überraschen, legt die Teppiche und Stufen so aus, dass sie zwar senkrecht an den Wänden hochklettern, aber nicht über sie hinweggehen können. Dann seid ihr vor ihnen sicher. Ich denke, wir alle kennen das Problem, Tiere in ein Gehege zu bekommen. Und deswegen zeige ich dir jetzt, wie wir das Ganze im Handumdrehen hinkriegen können. Dazu bauen wir ein kleines Wasserbecken in unserem Gehege und gehen zum Beispiel zu einer Kuh und zünden diese an. Und von ganz alleine wird sie in das Gehege und zu dem kleinen Wasserbecken laufen. Ich weiß, eigentlich zünden wir keine Tiere an, aber hier können wir ja mal eine Ausnahme machen, oder? Ich meine, guckt mal, wie gut das funktioniert. Wir bauen oft unsere Häuser auf diese Weise. Was daran falsch ist? Nun, wir bauen es so hoch, dass wir es gerade noch betreten können. 2 Blöcke hoch. Aber warum tun wir das, wenn wir uns immer den Kopf an der Decke stoßen? Wollt ihr so wohnen? Seit wann sind unsere Decken so niedrig, dass wir uns kaum noch im Haus bewegen können? Im realen Leben wäre das mega unangenehm. Stattdessen sollten wir uns die Zeit nehmen und etwas mehr Mühe geben, unsere niedrigen Räume mindestens einen Block höher zu machen. Dann stoßen wir uns nämlich nicht immer den Kopf an der Decke. Und wie in eurer eigenen Wohnung macht euch das Leben viel angenehmer. Da Redstone beim Drüberlaufen aktiviert wird und anfängt zu glühen, können wir Redstone-Blöcke als automatische Lampen benutzen. Wenn wir jetzt einen komplett dunklen Raum betreten, wird er allein durch unsere Bewegung erleuchtet und was auch immer ein paar Blöcke weiter entfernt ist, sehen wir nicht, da es zu dunkel ist. Eine Möglichkeit, uns vor Eindringen in unser Haus zu schützen, sind Fallen. Diese hier sieht so aus, als ob am Ende des Tunnels Wasser ist, aber wenn wir hinunterspringen, fallen wir plötzlich in die Lava und sterben. Das ist möglich, weil wir durch einen Faden springen, der an einem Beobachter hängt, der über die Wände ein Signal an den Werfer sendet, der wiederum einen Eimer mit Lava ausschüttet. Eine weitere Falle können wir direkt hinter unserer Eingangstür bauen. Dazu bringen wir die Haken auf beiden Seiten an und verbinden sie mit einem Faden. Dann stellen wir hier eine Redstone-Fackel hin und hier einen Kolben und legen einen Amboss darauf. Sobald jemand unser Haus betritt, wird er entweder von dem Amboss getötet oder er leidet zumindest großen Schaden. Auf dem Feld oder ähnlichem kann eine Schubkarre vom großen Nutzen sein. Dafür setzen wir einen Komposter in die Erde. Ein Rüstungsständer wird darin platziert und mit dieser kleinen Konstruktion hier können wir mit einem Pisten einen zweiten Komposter auf den Rüstungsständer runterdrücken, sodass nur noch der Komposter und die obere Hälfte des Ständers zu sehen sind. Jetzt kommt ein geschnitzter Kürbis in den Komposter hinein und ein Schleifstein ist unser Rad von der Schubkarre. Und ein offenes Zaungatter stellt unsere beiden Griffe dar, mit denen wir die Schubkarre schieben werden. Wenn wir die Treppen genau so nebeneinander stellen, können wir Wasser in die Treppe gießen, das nicht abfließt. Aber warum sollten wir das tun? Nun, diese Treppe kann nicht durch TNT zerstört werden. Für die Wände unseres Hauses kann das sehr praktisch sein. Sobald wir die Wand mit den Treppen gebaut haben und in jeder Treppe Wasser ist, können wir TNT zünden und wie wir sehen, explodieren die Blöcke nicht. Wir können das auch für eine Falle für unsere Freunde nutzen. Wenn wir nun Beobachter hinter der Wand platzieren und sie mit TNT verbinden, dann wird das TNT genau dann gezündet, wenn jemand eine Treppe in der Steinwand entfernt. Wenn ihr eure erfahrenen Schätze verstecken wollt, dann sind sie in offensichtlichen Kisten gar nicht gut aufgehoben. Einmal schnell gucken, ob Max kommt. Ich sehe ihn nicht. Und du? Dann kann ich mir ja schnell alles rausnehmen. Aber wir wollen mal nicht so sein. Deswegen helfe ich Max, sie zu verstecken. Hinter die eigentliche Kiste kommt nämlich einfach ein Fass, in welches wir alles wieder hineinlegen. Ja, wirklich alles. Wir wollen Max ja nicht traurig machen. Und wie du siehst, ist das Fass wirklich gut hinter der Kiste versteckt. Nur wenn man weiß, dass sie dort ist, kommt man drauf, sie auch dort zu suchen. Und so könnt ihr ganz einfach eure Schätze verstecken. Wir können noch einen Mechanismus im Haus unserer Freunde bauen, der alles in der Umgebung zerstört. Dazu graben wir hier ein paar Blöcke in den Boden, platzieren hier eine Antriebsschiene und darauf TNT-Loren und hier Redstone. Das müssen wir dann noch mit dem Skulk-Sensor verbinden. Sobald jemand die Tür öffnet oder ein anderes Geräusch macht, werden die TNT-Loren bewegt und explodieren. Wow, vom Haus unseres Freundes ist jetzt nicht mehr viel übrig. Bitte nicht nachmachen und wenn, dann wirklich nicht bei euch im eigenen Haus. Magst du lieber Orangensaft oder Apfelsaft? Ich mag Orangensaft lieber, aber nur wenn er frisch gepresst ist. Aber wir bauen einfach mal beides. Und so einfach geht's. Dafür setzen wir zwei Gerüste nebeneinander und
und legen darauf zwei Fässer. Rechts und links an die Seiten kommt entrindetes Fichtenholz und obendrauf kommt ein Schleimblock und ein Honigblock. Ganz oben kommen noch zwei Falltüren hin. Und weil Max gekleckert hat beim letzten Mal, kommt hier ein Smaragderz und ein Golderz hin. Zwei Haken sind unsere Hähne. Jetzt beschriften wir noch beide Seiten und fertig ist unsere kleine Saftbar. Na, auf welche Sorte hast du jetzt Lust? Übrigens kannst du auch eine Basis unter dem Grundgestein bauen. Eigentlich kann man hier unten keine Blöcke platzieren, aber mit einem geheimen Trick funktioniert es trotzdem. Zuerst entfernen wir das Grundgestein mit einer Glitchmaschine und lassen einen Huhn unter den Bedrock fliegen. Sobald wir es an die Leine nehmen, schwebt es. Jetzt müssen wir nur noch ein Boot auf das Huhn fallen lassen und wir haben eine kleine Basis. Das Problem ist nun, wie kommen wir wieder nach oben? Eine Möglichkeit sind Schalker. Wenn wir sie nämlich dazu bringen, in einer Lore zu sitzen, können wir sie auch auf das Boot fallen lassen. So, jetzt ist unsere Basis unter dem Bedrock fertig und wir können mit den Schalkern wieder nach oben schweben. So baust du eine richtige Kanone. Eine Treppe, zwei Stufen und zwei hochgeklappte Falltüren werden das Ende unserer Kanone. Vorne kommt noch eine weitere Fichtenholztür dran und mit poliertem Basalt und einer Kerze haben wir eine Lunte gebaut. Wir nehmen mehr polierten Basalt und platzieren ihn über die Falltür hinaus als Kanonenrohr. Ein Wither-Skelettschädel kommt dann noch an das Ende des Rohrs. Hinten kommt noch ein offenes Zauntor hin und wir sind bereit, ein paar Kugeln abzufeuern. Platziere Stufen und Fackeln am Spawn, damit dich kein Mob plötzlich überraschen kann. Was du aber auf keinen Fall tun solltest, ist es, zu viele dieser Fackeln an deinem Haus zu platzieren. Die Frage ist nur, wann man den Punkt überschritten hat, an dem es zu viel ist und es nicht mehr akzeptabel aussieht. Ich glaube, viele von uns haben schon mal den Fehler gemacht, Fackeln aufzustellen und zu denken, na, ist das genug? Nur um dann immer mehr aufzustellen. Hier gibt es zu viele Fackeln, das können wir alle sehen. Wenn du also das nächste Mal in einer Situation bist und du dir nicht sicher bist, entferne lieber ein paar Fackeln. Weniger ist hier definitiv mehr. Und tu das hier niemals. Wenn Bäume normal wachsen, sieht das so aus. Aber mit diesem geheimen Bauhack können wir sie besonders hoch wachsen lassen. Für diesen Trick bauen wir um unseren Setzling herum einen hohen Turm. Nur in der Mitte muss alles frei bleiben. Wenn wir hoch genug sind, geben wir Knochenmehl auf unseren Setzling, bis dieser wächst. Und schau nur, wie hoch der wächst. Wow! Wenn du die Blöcke hier so platzierst und zu der Ecke mit dem Boot gehst, wirst du, wenn du das Boot verlässt, durch die Blöcke auf die andere Seite der Wand teleportiert. Das kannst du in deinem Haus nutzen, um die geheimen Räume zu bauen, die garantiert niemand anderes findet. Nur mit einem Boot kann man das Versteck hier wieder betreten und um wieder herauszukommen, benutzen wir auch wieder ein Boot und werden wieder auf die andere Seite der Wand teleportiert. Wenn du jemals auf einem Bauserver gespielt hast, wirst du wissen, dass es immer jemanden gibt, der die anderen Spieler trollt. Der Spieler, der große Lag-Maschinen mit Redstone-Mechanismen baut, die permanent aktiv sind und das Spiel für alle Spieler auf dem Server zum Laggen bringen lässt, zum Beispiel. Solche Lag-Maschinen sollten eigentlich verboten werden, können aber auf vielen Servern immer noch gebaut werden. Es gibt aber auch viele andere Möglichkeiten, wie diese Leute unser Spiel zum Laggen bringen werden. Also für den einen oder anderen, der sich angesprochen fühlt, ich weiß, ja, es ist lustig, aber bitte mach das nicht. Stattdessen sollte die Person einfach etwas TNT nehmen und die ganze Konstruktion in die Luft jagen. Wenn du einen Geheimgang oder ein Geheimversteck hast, dann zeige ich dir jetzt, wie du einen Knopf verstecken kannst. Normalerweise wäre er hier total offensichtlich, aber wenn wir ein Lagerfeuer hinstellen, wird der Rauch den Knopf hier oben sehr gut verstecken. Ich meine, jetzt sieht man ihn fast gar nicht mehr. Für das nächste Haus werden wir Teppiche verwenden. Es ist nämlich so, dass Mobs durch Teppiche aufgehalten werden. Wenn wir eine Grube in den Boden graben und rundherum Teppiche auslegen, sodass auf jeder Seite ein Teppich liegt, dann können uns die Mobs hier unten nicht angreifen. Es ist wirklich seltsam, aber es funktioniert wirklich. Zumindest für eine kurze Zeit. Eine weitere versteckte Kiste zeige ich dir jetzt. Dazu nehmen wir unsere Schätze und gehen hier zu dem Lavafeld neben meinem Haus. Da Kisten in der Lava nicht brennen, kann ich ganz einfach eine Kiste in der Lava platzieren und dort mein Hab und Gut drin verstecken. Und wenn ich weiß, wo sie steht, kann ich jederzeit auf sie zugreifen. Ziemlich praktisch, oder? Wusstest du, dass Kisten nicht in der Lava verbrennen? YouTuber Penenos hat mit einer Mod ein Haus gebaut, das eigentlich nicht im Spiel ist und völlig verrückt zu sein scheint. Dazu drückt er zunächst die Knöpfe am Baum, sodass dieser zur Seite fällt und einen versteckten Tunnel freigibt, der zu unserer Basis führt. Und sobald wir unten sind, wird der Baum wieder aufgerichtet. Ist das nicht cool? Wenn du etwas futuristischer unterwegs bist, dann wird dir dieser Roboter gefallen. Dazu setzen wir einen zwei Blöcke hohen Tiefenschieferblock. Unter diesen platzieren wir eine Stufe. Mit einer kleinen Hilfskonstruktion können wir eine weitere Stufe einen halben Block über den Tiefenschieferblock platzieren. Mit einem Werfer schieben wir einen Rüstungsständer in den Roboter rein. So sollte das dann aussehen. An alle vier Seiten kommt jetzt noch ein Hebel, der heruntergeklappt wird. Darunter platzieren wir noch Gitter, was die Beine des Roboters darstellen soll. Zum Schluss kommt noch ein Bilderrahmen mit einem Leuchtfeuer darin an seinen Kopf. Das ist das Auge unseres Roboters. Hör mal, er sagt sowas wie, piep, piep, like das Video, piep, piep. Wir alle kennen die Lavabecken, die wir mit Schildern und Kies abdecken, um eine Falle zu bauen. Wenn wir verhindern wollen, dass Gegner an einen bestimmten Ort gelangen, sind diese Fallen perfekt. Sobald jemand über die Druckplatte geht, wird nämlich der Kopf
Kolben bewegt, die Schilder werden zerstört und wir fallen mit dem Kies in den Abgrund. Das gleiche funktioniert übrigens auch mit Gerüsten. Dieser Dekorationshack passt super in jedes Schlaf- oder Wohnzimmer. Dazu einfach entrindetes Birkenholz an die gewünschte Stelle setzen und ein wenig Deko drauf platzieren, so dass es schön aussieht. Jetzt kommt vor jeden Block ein Rahmen. In diesen Rahmen hängen wir noch eine Falltür, die wir aber einmal komplett mit 4 Klicks umdrehen müssen. 1, 2, 3, 4. So sollte es jetzt aussehen. Zum Schluss kommt noch ein Schild vor jeden Rahmen und fertig ist unsere Kommode, die sogar Schubladen zum Aufziehen hat. Wenn du dein Haus hoch oben auf einem Berg baust, mach nicht den Fehler, den ich gemacht habe, sondern bau eine Treppe hinauf zum Eingang deines Hauses. So kommst du nämlich viel schneller nach oben und musst dich nicht ewig den Berg hochquälen und den Weg über einen Parcours finden. Es muss ja nicht mal eine komplizierte Treppe sein. Eine ganz einfache reicht aus und dein Spielerlebnis wird dadurch erheblich verbessert. Ich zeig dir nämlich jetzt, wie man ein großes Bett baut, in welchem es wirklich so aussieht, als ob wir unter einer Decke liegen würden. Dazu gehen wir in unser Schlafgemach und platzieren 2 Betten nebeneinander. Jetzt kommen rundherum Falltüren, die wir hochklappen. Hier unten kommt roter Teppich als Decke drauf und fertig ist unser realistisches Bett. Puh, der Hack hat mich umgehauen. Da muss ich mich erstmal hinlegen. Ah, ist das gemütlich. Wir alle wissen, dass wir aus Blöcken doppelt so viele Stufen herstellen können, die wir dann in unserem Bauvorhaben verwenden und so ressourceneffizienter bauen können. Das gleiche funktioniert mit Glas, weil wir aus den Blöcken mehr Glasscheiben bekommen, die sich noch besser für unsere Fenster eignen als normale Glasblöcke. Das alles ist logisch und das alles wissen wir schon, aber wir machen es trotzdem immer wieder falsch und verwenden ganze Holzbretter oder Glasblöcke. Also Leute, denkt dran, versucht immer Rohstoffe zu sparen, damit ihr nicht immer wieder teure Materialien suchen müsst. Für eine lebendige Unterwasserwelt können wir extra große Quallen wie diese hier ins Wasser bauen. Jetzt zeige ich dir aber an Land, wie man diese große Quallen baut. Dazu kommt hier ein Netherwarzenblock hin und darunter hängen wir 3 Trauerranken als Tentakel. Oben nehmen wir rosa Glasscheiben und platzieren sie einmal ringsherum um den zuvor platzierten Netherwarzenblock. Und zum Abschluss kommt oben noch ein rosa Glas drauf. Glasscheiben sind für unsere Fenster in Minecraft unerlässlich. Sie lassen das Tageslicht in unsere Gebäude scheinen, ohne dass die Gefahr besteht, dass Mobs in unser Haus eindringen. Wenn du sie in dein Haus einbaust, musst du jedoch darauf achten, dass du sie in einem Fensterrahmen anbringst, damit das Fenster rundherum bündig mit den Blöcken ist. Wenn du sie so anbringst, dass das Fenster nicht an einem Block anliegt, wie hier an den Ecken dieser Hauswände, dann ist das unrealistisch und gleichzeitig, ja, sieht das einfach falsch aus. Also niemals so platzieren, sondern immer mit einem Block verbinden. Das sieht auch viel schöner aus. Ähnlich seltsam sieht es aus, wenn du sie anstelle der Stützpfeiler in dein Haus integrierst. Dann sieht es aus, als ob die Erde von Glas gehalten wird, was auch nicht wirklich realistisch aussieht und auf jeden Fall verboten gehört. Du willst ein schönes Haus bauen, weißt aber nicht, wie du anfangen sollst? Kein Problem. Auf YouTube gibt es viele Tutorials, in denen Spieler erklären, wie sie ihr Haus bauen. Viel zu oft machen wir jedoch den Fehler, das Bauwerk einfach genauso nachzubauen, wie es in der Anleitung zu sehen ist. Das ist zwar nützlich, um sofort ein schönes Haus zu haben, aber man lernt nur wenig darüber, wie man in Minecraft richtig baut und kopiert stattdessen einfach das Werk eines anderen Spielers. Stattdessen solltet ihr euch also von diesen YouTube-Tutorials und der Art und Weise, wie Spieler daran bauen, inspirieren lassen und das in einem eigenen Minecraft-Bauprojekt umsetzen. Für alle, die gerne einen Lavagraben um ihr Haus herum haben wollen oder die gerne mit Lava spielen, wird es von großem Nutzen sein, zu wissen, dass Fässer nicht brennen. Im Gegensatz zu anderen Holzblöcken, wie du hier im direkten Vergleich sehen kannst. Das normale Holzhaus brennt schon lichterloh, während das Haus aus Fässern nie anfangen wird zu brennen. Das fühlt sich ja schon fast illegal an, das zu wissen. Wusstest du das? Schreib's mal in die Kommentare. Wenn wir diesen Pilz mit Knochenmehl zu einem großen Pilz wachsen lassen, können wir die Pilzkuppel als kleine Basis verwenden. Einfach von unten Stufen platzieren und eine Leiter anbringen. Jetzt können wir das kleine Haus einrichten. Auf diese Weise haben wir ein schnelles, preiswertes und sicheres Versteck in einem Pilz. Ich glaube, wir kennen das alle. Wir beginnen eine Welt, spielen und farmen und wollen dann natürlich unser Traumhaus bauen. Es ist verlockend, auszuprobieren oder einfach nur darüber nachzudenken, wie es ist, das teuerste Haus im Spiel zu bauen. Das haben wir nämlich bestimmt schon alle einmal gemacht. Dieses Haus wurde aus den seltensten Erzen gebaut und auch wenn es teuer ist und deine Mitspieler staunen werden, sieht es trotzdem nicht besonders ansehnlich aus. Die grellen Farben, die Tatsache, dass es nur ganze Blöcke gibt und dann die lange Zeit, die man braucht, um die Rohstoffe für so ein Haus im Überlebensmodus zu bekommen, macht diese Bauidee einfach zunichte. Wenn wir schon so viele seltene Rohstoffe haben, mit denen wir theoretisch sogar ein ganzes Haus bauen könnten, sollten wir uns stattdessen solidarisch zeigen und sie unseren Mitspielern geben, die noch nicht so viele haben. Oder man bunkert sie einfach in einem geheimen Keller im Haus. Schalkerkisten sind wirklich komische Blöcke, denn in ihnen können wir nicht nur Gegenstände unterbringen, sondern sie eignen sich auch perfekt für den geheimen Eingang zu unserer Basis. Dazu platzieren wir eine Schalkerbox genau so, dass sich 2 Blöcke darüber ein Block befindet. Wenn wir nun darauf landen und sie öffnen, können wir durch die Schalkerbox in den darunterliegenden Tunnel gelangen. Warum das im Spiel immer noch funktioniert, weiß ich nicht, aber hey, es ist eine einfache Möglichkeit, unsere
weitere Schatzkammern zu verstecken. Wenn du in den Nether gehst und dort deine Basis baust, achte darauf, dass du auch wenn diese Ressourcen gut aussehen, kein Holz oder andere Dinge verwendest, die von den Feuerbällen oder Gas zerstört werden können. Wenn er einen Feuerball auf dein Holzhaus schießt, wird es nach kurzer Zeit zerstört und brennt ab. Verwende also nur Stein, Wirrholz und Karmesinholz und andere Materialien, die nicht brennen oder von Feuerbällen zerstört werden können. Dann bist du auf der sicheren Seite und hast ein Haus, das nicht schon nach kurzer Zeit völlig zerstört ist. In einigen Minecraft-Versionen ist es möglich, Enderportale hochkant zu stellen. Dazu legen wir einfach die Portalrahmen in dieser Anordnung übereinander, platzieren die Enderaugen darin und das Portal wird nicht aufrecht, sondern flach neben dem Portal erstellt. Das ist wirklich seltsam. Wir können dieses Portal jetzt zum Beispiel als Dekoration in unserem Haus verwenden. Ziemlich cool, dass das möglich ist. Übrigens, wenn wir im Überlebensmodus sind, können wir die Portalrahmen mit Pilzen zerstören, die wir zu großen Pilzen wachsen lassen. Es ist also auch im Überlebensmodus möglich, die Portale ohne den Rahmen zu bekommen. Hast du schon einmal zu viele Rahmen hergestellt und sie auf deine Truhen in deinem Lager angebracht, um besser sehen zu können, was sich darin befindet? Mach das beim nächsten Mal nicht. Auch wenn sie wirklich praktisch sind, gehören sie zu den Entities und können Lags verursachen, wenn mehrere von ihnen auf den Boden fallen. Benutze sie also vorsichtig, um das zu verhindern und das Spiel flüssig zu spielen. Wir hatten bereits einen Hack, wie man Kühe in ein Gehege bekommt. Aber diese Methode sollte eigentlich verboten werden. Deswegen habe ich hier einen Trick, mit welchem du die Kühe ganz einfach und ohne ihnen weh zu tun in ein Gehege locken kannst, aus welchem sie auch nicht mehr rauskommen. Mit Rahmen und Karten lassen sich Motive wie diese Bücherregale erstellen, die verblüffend ähnlich aussehen und hinter denen wir uns verstecken können. Während diese ein bisschen zu offensichtlich sind, ist das hier schon anders. Denn auch hier gibt es zwei Geheimverstecke, die von weitem einfach nicht zu sehen sind. Einfach ein Schild aufstellen und darauf den Rahmen, in dem man die Karte setzt. Und schon haben wir Bilderrahmen, die wie die Textur der Blöcke aussehen und mit denen wir fast alles verstecken können. Zwei Stufen aus unterschiedlichen Materialien übereinander zu legen, ist eigentlich nicht möglich. Aber an der Weltbarriere ist es seltsamerweise doch möglich. Hier können wir eine Stufe mit einem Kolben über die andere schieben. Ist das nicht wirklich seltsam? Wenn du ein wirklich ungewöhnliches und verrücktes Haus bauen willst, dann benutze die Weltbarriere dafür. Denn mit genügend Zeit und Geduld kann man so eine Hauswand aus Stufen bauen und coole Muster kreieren, die sonst nie möglich wären. Für moderne industrielle Bauten kann dieser Bauhack von großem Nutzen sein. Wenn wir zum Beispiel ein Haus oder eine Fabrik bauen, wie hier angedeutet, dann kann ein graues Banner, das wir im Webstuhl erneut färben, der ganzen Wand nochmal einen industrielleren Look geben. Jetzt sieht es doch so aus, als ob hier noch Gitter vor der Wand wären. Redstone-Erz kann verwendet werden, um Redstone-Mechanismen zu aktivieren. Dazu platzieren wir einen Beobachter unter dem Erz und darunter Redstone-Staub, einen Verstärker und noch mehr Redstone-Staub zu den Kolben. Nun legen wir Moos über den Redstone und sobald wir darüber gehen oder ihn berühren, öffnet sich der Boden und wir gelangen in die Basis, die auf gar keinen Fall irgendjemand finden wird. Normalerweise ist der optische Übergang zwischen Steinen und Erde beim Bauen sehr kantig. Das sieht dann oft so aus. Aber mit Leuchtflechten können wir einen richtig schönen Übergang erstellen. Lagerfeuer können kein TNT entzünden, auch wenn es so aussieht, als würde das TNT gleich explodieren, denn die Rauchwolken gehen durch die TNT-Blöcke hindurch. Wir können das nutzen, um den Boden des Hauses deines Freundes mit TNT zu ersetzen. Sobald wir alle TNT-Blöcke platziert haben, legen wir Lagerfeuer unter die Blöcke. Jetzt sieht es wirklich so aus, als würde das Haus durch TNT gleich zerstört werden. Among Us-Fans, aufgepasst! Hier bauen wir jetzt einen kleinen Astronauten. Dafür setzen wir hier einen Diamantblock hin. Links und auch rechts platzieren wir eine Tür, anschließend kommt unter den Diablock eine Holzstufe und auch hinten platzieren wir eine weitere. Darauf kommt dann noch eine Treppenstufe. Oben und auch vorne kommt jeweils eine Falltür hin und fertig ist unser kleiner Astronaut. Ob der wohl ein Imposter ist, was meinst du? Man kann aber auch mit Lagerfeuern unser Haus so aussehen lassen, als würde es brennen. Dazu legen wir die Lagerfeuer einfach an verschiedenen Stellen auf den Baum und von weitem sieht es so aus, als würde der Baum und das Baumhaus brennen. Seit der 1.20 gibt es die kalibrierten Skulk-Sensoren, die noch besser funktionieren als die normalen. So ist es möglich, sie nur zu aktivieren, wenn wir zum Beispiel etwas essen. Sobald wir das tun, sendet der Skulk-Sensor ein Signal an die Falltür und bewegt sie, was dazu führt, dass die Enderperle einen Block trifft und wir zu unserem Haus teleportiert werden. Auf diese Weise können wir unser Haus verstecken und es nur erreichen, wenn wir eine bestimmte Aktion ausführen. Mega cool, oder? Dass das funktioniert? Schon geil! Für das nächste Haus entfernen wir 4 Blöcke im Boden und setzen die Blöcke hinein, die wir normalerweise in einem normalen Haus haben. Auf diese stellen wir nun unser Bett und bauen nun die Wände und Decken unseres Hauses mit Falltüren. Und fertig ist unser kleines Mini-Haus, das praktisch ist und uns in der Nacht perfekt vor Mobs schützt. Aber wir brauchen unser Haus nicht zu schützen, wenn es keine Mobs in der Welt gibt, oder? Ilmango hat eine Lösung für dieses Problem gefunden. Ein Mob-Switch, der verhindert, dass Mobs in einer Minecraft-Welt spawnen. Dies funktioniert, indem ein Chunk mit Mobs überladen wird, sodass keine neuen Mobs mehr spawnen
spawnen können. Die Warden werden immer durch das Wasser bis zu den anderen transportiert, wenn sie hier spawnen. Und so ist es möglich, so viele Warden an einem Ort gefangen zu halten, dass das Spiel keine neuen Mobs mehr in der Nähe erzeugt. Mit Falltüren ist aber noch etwas anderes möglich, nämlich, dass wir mit ihnen in unsere einblockhohe Basis gelangen können. Über einem normalen Haus platzieren wir die Blöcke an den Seiten, egal ob Öfen, Zaubertische, Fässer und Ambosse. Wir können sie alle benutzen, wenn wir unser Haus nur einen Block hochbauen. Es ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber hey, ressourceneffizienter geht's wohl nicht. Dieser Lavasee ist der Eingang zu unserem Haus. Ja, wirklich, auch wenn es nicht so aussieht, aber wir können einfach durch die Lava in den Hohlraum darunter springen, wo sich unsere Basis befindet. Das funktioniert ganz einfach, indem wir Falltüren unter die Lava legen, sodass sie nicht nach unten fließen kann und wir hier unten einen sicheren Ort haben, den unsere Mitspieler niemals finden werden. Denn wer würde schon vermuten, dass sich unsere Basis unter dem natürlich entstandenen Lavasee befindet? Die einfachste Möglichkeit, Mobs fernzuhalten, sind Falltüren. Da sie auch als Eingangstür verwendet werden können, zerstört die normale Tür und benutzt die Falltür, um das Haus zu betreten und zu verlassen. Auf diese Weise können uns die Zombies nichts anhaben und auch die Baby-Zombies können nicht zu uns ins Haus gelangen. Der einzige Ort, an dem keine Mobs spawnen können, außer dem Pilzland, ist das Ozeanmonument. Hier gibt es keine anderen Mobs außer den Wächtern und dem großen Wächter. Das bedeutet, dass, wenn wir das Wasser entfernen, absolut keine Mobs hier spawnen werden. Aber stellt euch darauf ein, dass es sehr lange dauern wird, das Wasser mit den Schwämmen zu entfernen. Also wirklich sehr lange.